Wikipedia bis zum heutigen Tag den Reim gehst, der ist verrissen. Haben wir ja so oft gehabt, das Thema, der ist dermaßen verrissen in Wikipedia, und zwar mit der Begründung, dass es nicht reicht, ein paar billige Kalendersprüchchen, ich zitiere kritisch, eine paar billige Kalendersprüchchen reichen nicht aus, um einen Abendfilm filmtragend darzustellen. Mhm. Und das ist, der Film ist so der Hammer, ja, in jeder einzelnen Szene. Bring deinen Müll raus. Das sind, jeder Satz ist ein Hammerschlag, aber es sind ja billige Kalendersprüche. Und mein Sigmund, wie in Almena wieder auftreten ist, dann hat er immer billige Kalendersprüche gebracht. Und das ist wie bei, ich denke oft an Piroschka mit der Liebe. Das ist, wo Liebe, ich liebe dich, Piroschka, nicht sagen an die Satze. Tun muss man lesen. Und dasselbe ist mit den nicht billige Kalendersprüchen sammeln. Nee. Du musst das leben, was da drin steht. Die Weisheit liegt in der Einfachheit und nicht in dem Kompliziertdenken. Das ist das, was die Welt dir jetzt vormacht, in einer Form von Lüge und Einseitigkeiten, und zwar egal, wer den Mund aufmacht. Ob das Kirchen sind, ob das Pfarrer sind, ob das Ärzte sind. Die ganze Elite der Welt demonstriert zurzeit ihre Geistlosigkeit und ihre Geldgeilheit. Bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen. Die wirklich den Mut, das Rückgrat haben, zu sagen, nein. Und da kannst du von vornherein schon sagen, das ist mit Sicherheit keiner, der in irgendeiner Form im Fernsehen oder Medien auftritt, weil wenn er das wirklich das Rückgrat hat, wird er doch nie mehr auftreten. Außer in den Nachrichten als Negativbeispiel, dass dich in den Dreck zieht. Zwangsbemaßnahm, dass du erwähnst. Schöne Arbeit. Diese Filmdiskussionen um nichts. Und das ist alles geplant, das ist die Endzeit. Jetzt müssen wir uns bloß überlegen, wie der berühmte Weltuntergang in der Kirchen, die natürlich auch voll materiell sind, meinen, dass der Weltuntergang ist. Und du wirst feststellen, dass es das Quadrat mit drei Stücken zeichnet. Das lasse ich mir mal noch offen, vielleicht kommst du selber drauf. Dass die großen Katastrophen, die jetzt eintreten, die Zeugen Jehovas, die ich mir jetzt ausdenke, habe ich aus das Internet heraus, aus das Buch heraus, die haben bisher schon zigfach prophezeit, dass die Welt untergeht. Und dann die Nicht-Zeugen Jehovas, sind dann immer vor, schau, ihr Scheißdreck, die Welt gibt es ja doch noch. Denk an Übergang 1999, 2000, dass die Computer, alles stürzt ab, alles geht kaputt. Alles, und was ist gewesen? Nichts. Immer wieder. Und dann Nähe, und dann das Nächste und das Nächste. Die warten immer noch in der Zukunft. Und da mache ich immer meinen berühmten Helmut Dietz-Satz. Den habe ich so oft in Selbstgesprächen. Wenn der Helmut den Meister fragt, Fotoxen, wir haben den Helmut wieder mal auf dem Foto verwirklichen. Wie lange dauert das bei mir noch, bis ich das verstehe? Richtig Klassik, kann ich dir auch. Und ich sage, pass auf, Helmut, nicht einmal der liebe Gott weiß, wie lange das bei dir noch dauert. Völlig? Ich würde auch sagen, wieso? Weil er dir die Freiheit gegeben hat, dass du das selber entscheiden darfst. Du darfst das selber entscheiden. Also kannst der liebe Gott nicht wissen, weil es liegt an dir selbst. Was aber der liebe Gott weiß, dass es niemals passieren wird, solange du hoffst, dass das irgendwann in der Zukunft passiert. Was die Frage schon dauert, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das verstehe? Da gehst du davon aus, dass irgendwann in der Zukunft was passieren wird. Und das sage ich dir, da wirst du bis zum Nimmerleinstag warten. Das ist das Zeugen Jehova Beispiel. Und dann wirst du immer wieder feststellen, es ist nicht passiert. Es ist wie der Abraham, der seinen Sohn schlachten soll und dann ja weiß, habe ich so oft gesagt, ich kenne ja die biblische Geschichte, ich muss den ja nicht schlachten, weil wenn ich jetzt den schlachte, da kommt ja vorher der Widder und der liebe Gott sagt, schlachte den Widder, opfere den Widder statt deinen Sohn. Und jetzt mit dem Wissen, wenn du losmarschierst, was du feststellst, du wirst auf das Wunder ewig hoffen. Was ich dir sage, ich befehle dir zwar deinen Sohn zu schlachten, ich mache dann gleich eine neue Lösung dazu, ich will aber nie zulassen, dass du dem was antust. Zwei Seiten. Die Schwierigkeit ist, es ist ja der Widder in der Hecke, der dann dafür geopfert wird. Aber wieso sollte ich den Widder in Erscheinung treten lassen, wenn ich sehe, dass du gar nicht zustimmst? Das heißt, du bindest den Sohn, du legst ihn auf das Opferbett und nimmst dein Messer und jetzt wartest du auf den Widder. Der wird auch kommen, aber erst, wenn du wirklich zusteckst. Wenn ich jetzt sehe, du wartest auf den Widder und du würdest gar nicht zustecken, brauche ich ihn wieder nicht kommen lassen. Dann packst du den Sohn wieder ein und du gehst zurück mit deinem Sohn in die Welt. Jetzt muss man bloß wissen, was der Sohn ist. Ich würde jetzt genau sagen, wer der Sohn ist, wenn du ich bist. Du bist ich, du denkst dir das jetzt aus. Und wenn du an dich selbst denkst, an den du jetzt denkst, das ist der Sohn.
Und ich verlange vor dir, den musst du opfern. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, das ist übrigens, jetzt müsste ich die Lösung sagen, das ist schon passiert, wenn du weißt, dass du das nicht bist. Mhm. Das ist das Halten vom ersten Gebot. Mhm. Du darfst nach wie vor an dich denken. Aber wo ist jetzt der Unterschied, wenn ich, pass auf, ich mache jetzt ganz einfach, wir denken jetzt, egal wer du jetzt zu sein glaubst, du denkst dich jetzt in deine Jugend zurück, deinen besten Freund oder deine beste Freundin, wie du um die 20 warst. Denk denn jetzt einmal. Okay, den kannst du jetzt ganz grob einmal rastern, was du da für Freundin oder Freund hattest. Und dann sage ich, wir schon weg und jetzt denk zu dem Zeitpunkt nach dich selber. Und dann wirst du feststellen, der eine wie der andere ist ein Gedanke, den du denkst. Jetzt kommt aber wieder das Problem, das ist ein anderer und das bin ich. Du denkst zweimal an einen Menschen, Körper mit 20 und du sagst jetzt, der Körper, du sagst eigentlich, der Gedanke bin ich und der andere Gedanke bin ich nicht. Es ist aber, beides sind eigentlich nur Gedanken, die du denkst, die wieder weg sind, wenn du sie nicht denkst. Und wenn ich jetzt du sage, meine ich natürlich nicht irgendeinen Gedanken und schon gar nicht den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, sondern an den, ich spreche jetzt mit dem, der sich das alles ausdenkt. Das ist, wo ich sage, wo ist es unter mein altes, tausendfach erwähntes Easter-Beispiel mit dem BC. BC denkt an Schneewittchen. Glaubst du, dass die irgendwo da außen rumläuft oder dass die jemals gegeben hat? Nee, das ist eine Märchenfigur. Wie schon weg, jetzt denk an die Easter. Sei Tochter, so kleine Schneewittchen. Jetzt mittlerweile, ja, die ist im Kindergarten, hat er gesagt. Das ist genauso. Ich sage, nee, das ist jetzt genauso ein Gedanke wie die Schneewittchen. Bei Schneewittchen denkst du ein dunkelhaariges Mädchen, wo du sagst, das ist eine Märchenfigur, die gibt's nicht. Und wenn ich das Wort Easter ausspreche, denkst du an deine Tochter und sagst, die ist im Kindergarten. Ich sage, der Kindergarten, all das Zeug entsteht jetzt, weil du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und da müssen wir nicht diskutieren. Die Schwierigkeit, jetzt fragt dich, was in dir drin ist, dass du das zweite Gebot brichst. Das ist das Hauptproblem bei allen Menschen. Weil die Religion, das ist ja bloß das Geschwätz der Alten. Wir haben ja festgestellt, die Jungen haben recht. Das jüngste Wissen, das jetzige Wissen der Naturwissenschaft, Stand des Wissens, ist das jüngste Wissen. Jung ist dumm. Und die Jungen wissen, dass die Alten überhaupt keine Ahnung haben. Und ich sage jetzt, umso weiter du zurückgehst, das springt dazu, zuerst einmal müssen wir die ersten, letzten 200 Jahre, die wir uns jetzt denken, zurückmachen, wo die naturwissenschaftliche Revolution gekommen ist. Das ist die totale Verblödung der Menschheit gewesen, in Geistigung. Dann kommst du ungefähr Anfang des 16. Jahrhunderts, das ist genau der Übergang 1499, 15, das ist Paracelsus und einige Konsorten gewesen, war ein großer Umbruch im Denken. Das ist schon wesentlich substanzieller. Jetzt springen wir dann hier Ende des Anfang des 13. Jahrhunderts, ist Meister Eckhart und etliche Mystiker. Mhm. Das ist noch, es geht immer mehr in den Punkt der Erkenntnis, dass alles eins ist. Mhm. Bis du dann hier ins Jahr Null kommst, das ist Jesus. Das ist der absolute Höchststand. Ihr wisst, ich mache immer den Osho gern, der hier sich ja nur ein belesener Philosoph mit all seinen Techniken und den Rest müssen wir gar nicht reden. Das ist aber rein jetzt ein sehr belesener Philosoph, der Thomas Evangelium in die Hand kriegt, Christenum, der kommt ja auch mehr aus dem asiatischen Raum. Jetzt mache ich natürlich Geschichten, ich muss irgendwas mit Worten in euch auslösen. Und der sagt, er ist tausend, Jesus ist tausendmal mehr wie Buddha, wo er übrigens recht hat. Buddha ist ja 400 Jahre älter, aber mehr, Betonung liegt auf mehr, man muss die Vordersprache verstehen. Er ist tausendmal mehr. Das ist jetzt, da beginnt nämlich die Verknüpfung der Sichtweisen der Religionen. Und wenn du noch tiefer gehst, halt Sokrates, wo ich heute Morgen schnell gemacht habe, das ist, das haut ich dann, das ist sehr rudimentär. Das ist absolut das, was ich euch erzähle. Ohne irgendwas zu beschönigen. Und das Ganze, was das kaputt macht, sind wieder die einseitigen Auslegungen und die Übersetzungen der Fachleute. Also glaube ich auch nicht, dass wenn jetzt gerade Lesch und Konsorten, weil die äffen wirklich alle nur nach. Und zur Naturwissenschaft gehört auch die Medizin, die Schulmedizin. Und wir tauschen das jetzt aus, Martin, habe ich dir gesagt. Das habe ich gestern noch kurz erklärt mit dir, positiv, negativ, wenn erweitert. Und jetzt machen wir das ganz weg mit den Dias, weil auch die Dias ja schon wieder Vorstellungen sind von etwas. Das sind ja schon die Bilder. Das Diapositiv und das Negativ, das Prinzip, das wir zuerst einmal brauchen in dieser Metapher, ist es für einfach, am Anfang ist es Programm. Weil jetzt kommt eigentlich erst die Computermetapher. Was ist ein Programm als Ding an sich? Eine Zahlenstruktur. Was sind Zahlen? Du wirst jetzt merken, du kommst in einen Zustand, das Programm, habe ich gesagt, ist weder rot noch blau. In der Symbolik. Rot ist Energie. Ich soll mal, ob wir das Licht Energie nennen oder Geist nennen oder Bewusstsein nennen. Es ist
letztendlich das, was man Leben, Geist, ich sage, das ist die Worte, du musst wissen, was das ist. Das ist nicht denkbar, das ist der Geist, der träumt, der das erlebt. Ich benutze jetzt Worte, um was zu beschreiben, das nichts Existierendes ist. Das habe ich euch gerade gesagt. Geist, das das Ganze erlebt und das Ganze erschafft, da muss ich schon anführen und sagen, Gott erschafft überhaupt nichts. Das ist die 200 Gramm rote Knete, die lässt alles mit sich machen. Das ist also, das ist das Rote. Das Blaue ist das, was erlebt wird, das in Erscheinung tritt, was du auch denken kannst, auch in einer sehr abstrakten Form. Das geht hin, deine Informationen gehen hin bis zu dem, ein Hauch von einem Gefühl, einer Ahnung, ist ja schon was, was du wahrnimmst. So ein Hauch von Hunger zum Beispiel, wenn ihn dir auftaucht. Das ist nur jetzt der Hauch von Hunger und du wirst sofort reagieren und sagen, ich habe einen Hunger. Warum denkst du das? Weil ja Reizauslöser da war. Es ist, was du wahrnimmst, muss deine Information sein. Und du bist der Einzige, der die Informationen, die du jetzt erlebst, erlebst bloß du. Jetzt haben wir wieder das Problem. Du denkst jetzt hier auf einen Menschen aus und du glaubst jetzt, einer von diesen Menschen zu sein. Und du hast auf deiner Verabrede genau den Blickwinkel. Jetzt haben wir das Weißenburg-Beispiel. Ich kann mir jetzt die Conny denken und ich weiß jetzt, ich denke mir, wenn ich jetzt der Udo bin, dass die Conny, die ich mir jetzt ausdenke, ist ja mein Gedanke in mir drin und jetzt kann ich mir in die Kiste Conny reindenken, dass die jetzt den Udo sieht. Aber ich weiß hundertprozentig, dass die Conny den nicht sieht, weil das bloß ein Gedanke von mir ist und der sieht nichts. Ich kann es umdrehen, wenn ich jetzt die Conny bin, was ich jetzt auch hundertprozentig sicher bin, dann sehe ich in einer gewissen Entfernung vor mir den Udo, der zu dir sagt, eigentlich bin ich ja du, weil ich denke mir den Udo jetzt aus. Das ist aber das rote Ich. Also ich denke mir jetzt den Udo aus. Ich höre den Udo auch jetzt sprechen. Mit dem Ich meine ich nicht irgendein Brösel-Ich, sondern den, der mich ausdenkt und der mich jetzt sprechen hört. Bist du schon Ich? Aber jetzt ist plötzlich, wenn du das Ich bist, ist offensichtlich zwischen uns kein Unterschied. Das ist nämlich jetzt gleichgültig, wer ich zu sein glaube. Das sind Gedanken. Die hören nichts und die sehen nichts. Der, der sieht und hört, braucht ein Programm und interpretiert mit dem Programm. Und alle anderen, die ich mir denke, die hören das und die sehen das nicht. Das sind komplett eigenständige Leben. Das ist in der Physik übrigens dann rein physikalisch die Mehrweltentheorie. Das ist bekannt, bloß ich sage immer wieder, selbst die einfachsten Formen, die wissen nichts, was bedeutet. Du wirst merken, ich habe so ein schönes Video vor, doch weiß ich nicht, habe ich den dir gezeigt gehabt oder was bei die. Das ist der Lesch, der macht ja auch Philosophie mit einem Philosophen, so Stammtischgespräche und da reden die über Husserl und Heidegger. Und da ist es ganz, ganz interessant, weil die genau das Gegenteil von dem reden, was das eigentlich denn seine Philosophie ist, wo der Philosoph dann zum Lesch sagt, eigentlich ist er Husserlianer. Der Lesch, das ist das absolute Gegenteil davon. Also da merkst du, dass der Philosophieprofessor nicht im geringsten verstanden hat, was eigentlich die Philosophie von den Husserl war. War, redet mal in einer Vergangenheit von. Da ist so eine Arroganz, das ist eines der besten Lesch-Videos überhaupt. Wenn man es verstanden, er ist ja eh ein Brecher, aber da ist er der Lichter wirklich. Mit dem Philosophen, hast du schon mal welche gesehen, Jan? Ja. Ich muss mal, wo der mit dem Philosophen, genau, wo sie philosophieren, und das über Husserl und Heidegger, das schlägt dem fast den Boden aus. Diese wissende Arroganz, wir Physiker wissen ja, wir Philosophen wissen ja, was wisst ihr eigentlich? Ihr wisst einfach nur Schwamminhalt, den ihr euch nicht raussuchen konntet. Und das legt ihr so verkehrt und einseitig falsch aus. Das ist, da, wenn man wirklich nachforscht, merkst du, auch in der Medizin, im Anfang ist das Programm. Und da wird das alles hinfällig, weil das, was existiert, kannst du nicht retten. Es ist immer im Schönen in der Sprache, ihr wisst tausendfach, die Medim, die Enoschot, die sterblichen Säugetiere, diese Menschen sind nicht für die Ewigkeit geschaffen. Und innerhalb des Menschenlebens, wenn ich immer tausendfach erkläre, die wissen ja nicht einmal, was ein Mensch ist. Wie willst du, du rennst zu einem Arzt, dass er dich rettet? Also offensichtlich hast du keine Ahnung, was du selbst bist, weil du hast es nicht nötig, gerettet zu werden. Der, der mich jetzt sprechen hört. Und du gehst zu einem Arzt und du willst dir von dem helfen lassen, wie du auch immer helfen siehst, dass er dich am Leben erhält, von einem Menschen, der nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper hat. Es ist nämlich für jeden Schulmediziner, ist ein Mensch dieser Körper, der vor ihm steht, wenn er sich an ausdenkt. Wobei ich bezweifle, dass sich irgendeinen Körper aus, dass die das bewusst machen. Weil die Ärzte, die ich mir jetzt denke, sind ein Gedanke von mir und ich habe schon lange aufgehört zu glauben, dass irgendein Gedanke, den ich denke,
Und ich meine, ich jetzt sage ihm Udo in den Selbstgesprächen, erinnere ich mich jetzt, der sagt immer, wenn ich jetzt ich meine, meine ich nicht, dann soll ich das Pixelmännchen oder den Lautsprecher, den du jetzt zuhörst. Den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, ist eine reine Illusion, eine Figur in einem Traum. Du warst da, Rani, hab mal gesagt, fass einmal an. Fass dich verdammt echt an, fitz dich echt an, kann gar nicht sein, weil ich mich schon vor 1000 Jahren zerbröseln lassen habe. Oder vor 2000 oder vor 3000, jetzt kommt schon wieder die Falle der Vergangenheit. Es ist in der Vergangenheit nichts passiert und es wird in der Zukunft nichts passieren. Und wenn du den Stand hast, dann brauchst du auch nicht irgendwelche Bücher rausgeben und auch auf dem Geld verdienen, dass dir gut geht. Das heißt, jeder, der dir was erzählt und Geld dafür verlangt, kann das, was er versteht, die schmücken sich mit fremden Fehlern. Das ist Federn. Das ist wie, ich kann ein Buch, ich habe das Rätsel der Ursprache gelöst und dann machen sie einen billigen Klappentext von einem Weinrebbuch. Das ist immer das aufgeblasene Ego. Das ist aber so, das sind Kinder, ist Kindermund. Das ist das, was ist. In der ganzen Weisheit, mögen die noch so groß sein, sie rezitieren, ist da was wirklich Neues. Was Weltbewegendes wirst du sowieso nicht finden. Ich sage immer, schau die Alten an, da ist in einfachen Sätzen eh schon alles drin. Kohlet lesen, sagt Uli, mein Buch Prediger, es gibt nichts Neues. Schau mal, diese wunderschöne Wiederholung unserer Zeitgeschichte. In einem relativen vor 45 jetzt hier. Diese Badadudi, wo der Gernot immer reinstellt. Schau, du hörst jetzt schon wieder Wudde. Von was rede ich eigentlich? Von einem Gernot? Kennst du den Gernot? Freilich kennen wir den Gernot, ne? Kennst du wir kennen ihn doch, oder? Den Gernot. Kennst du ihn? Oh, ja, wen kennst du schon? Alles, du kennst alles, du weißt alles, du kennst jede Internetseite, du musst bloß wissen, was in dir drin ist. Aber es geht nicht um Filmiserei. Jetzt genau dreh dich einfach dreh um 180 Grad und fang dich an, nicht für die Vielheit zu interessieren, sondern für den einen, der die Vielheit erlebt. Wer erlebt diese unendliche Vielheit? Du, wer denn sonst? Du bist der Einzige, der wo was erleben kann. Wenn du das verstanden hast, bist du ich. Und egal, was du erlebst, es ändert an dir überhaupt nichts. Und das heißt, wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du Geist. Und solange du das nicht wahrhaben willst und dich immer noch mit einem Gedanken verwechselst, den du meinst, am Leben erhalten zu müssen. Und ich sage jetzt, darum geht es gar nicht mehr. Spiel ein Spiel. Du spielst einfach ein Spiel wie ein Schauspieler in einem Traum. Du darfst bloß nicht vergessen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und das ist jetzt die Grundvoraussetzung vom ersten Tag an. Wenn ich ersten Tag meine ich natürlich jetzt, wo du, egal wer du jetzt zu sein glaubst, mit dem Udo in Kontakt wurdest, egal ob du das von einem anderen gehört hast, ob das in Almena war, ist immer das allererste, wir lassen das Leben, das du lebst, hast du mal vollkommen unangetastet. Das steuere ich, weil ich der bin, der dich träumen lässt. Da musst du dich ja nicht einmischen, aber ich will, dass du das bewusst beobachtest und dir langsam bewusst machst, wie was bin ich und was sind meine Gedanken, wie funktioniere ich eigentlich, warum reagiere ich in der Situation so, warum interessiert mich jetzt das, warum finde ich das widerlich und das finde ich toll. Das sollte dich interessieren. Zuerst einmal musst du wissen, was bin ich selbst im Angesicht meiner ständig wechselnden Informationen, was verändert sich eigentlich an mir selbst. Das ist ein aller einziger Satz. Und was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Immer wenn du an was denkst, baut sich eine Information auf. Du kannst jetzt den Klaus denken, du kannst den Klaus auf dem Foto dir denken. Auf dem Foto ist nur ein Fetzenpapier. Oder, wo jetzt die Logik sagt, das wurde ja, haben wir ja im Bruckberg aufgenommen, in der Feuerbergstraße, Feuerbachstraße 1. War das übrigens, ist das Foto? Ja. Bruckberg, Feuerbachstraße 1. Weißt du nicht mehr? Kannst du dich nicht erinnern? Nee. Der Klaus kann sich ja nichts erinnern. Nee, wir wissen das. Ich bin schon so weit fortgeschritten. Wir wissen das. Es geht nichts verloren. Weißt du, es geht überhaupt nichts verloren. Es ist verloren, wenn wir es uns ausdenken, aber es kommt immer wieder zurück. Das ist so ein simples Prinzip. Und man wird irgendwann einmal merken, wie mächtig der Zweifel ist, das, auch die Angst, der Zweifel ist, das, es gibt keinen Grund. Man lässt es weiterlaufen, dann fragst du immer, wo jetzt das hinfällt, ja, jetzt geht es mal wieder gut. Und das ist auch die größte Falle, ist das chronologische Denken. Das jetzt, dieses hell, dunkel, all das ganze Zeug. Mhm. Wenn du der Zuschauer wirst, ich habe gerade gesagt, du erlebst dann ständig einen Wechsel. Es ist, jeder Moment ist, Punkt, ist. Und jeder neue Gedanke, der mir auftaucht und den Blickwinkel auf der Farbe wechselt, zack, zack. Ich kann
dieses Bild da nicht aufbauen, denke jetzt einmal einfach an der Farbe. Wenn ich das Arrangement der Pixel nicht verändere, muss ich das Bild dafür opfern. Mit einer Bewegung oder Drehung jetzt im klassischen Sinne hat das nichts zu tun, weil sich das wirklich innerhalb des Programms alle Möglichkeiten gleichzeitig lassen. Jetzt kommt das, was mir mehr Spaß machen würde, wenn wir jetzt die Physik und alles einflechten, aber das, wenn du dich da drauf stützt, ohne verstanden zu haben, was du selbst bist. Das ist für mich nicht wichtig, dass du hebräische Zeichen beherrschst, dass du das weißt. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Du musst wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und jetzt ist es, das muss installiert sein. Und du bist der Erste, der es mitkriegt. Dann hast du nämlich von nichts und niemandem mehr Angst. Du hast nicht mehr von irgendeinem Gedanken Angst, den du dir selber denkst. Du willst auch nichts mehr besitzen. Es ist eh alles deins. Die vielen lustigen kleinen Geschichten, die ich euch so oft erzählt habe. Das macht's aus. Du gäbest mir Spaß. Das geht nur, du bist das. Das Bewusstsein, weißt du. Und ich habe keine Angst mehr vor dir, Klaus. Ja, das ist doch klar. Ich schon. Ich habe einen gibt's, wo ich einen verdammten Respekt habe. Meine Marion. Ihr kennt die Fang nicht an, ihr kennt die Geschichte. Knallharte. So groß. Die kommt zu mir, die Tür, wenn schon aufgeht, ich will die Treppe schon hören, dass die Tür aufsperrt. Dann kommt sie rein und sagt, Hase, sag die drei Worte. Und dann sage ich hier zu ihr, ich bin schuld. Nein, die meine ich doch nicht, die anderen drei Worte. Du hast recht. Was soll man mehr sagen, ne? Klasse. Sag die drei Worte, die ich sogar höre. Ja. Ist sehr einfach. Aber da braucht man die Reife dazu. Und die Reife zeigt sich jetzt nicht unbedingt mit dem, was du, wenn du an dich denkst, an Lebensjahre siehst. Aber da ist auch, es ist immer ein Gegenteil da. Das ist dieses, auch wenn du nicht bist, wenn du nicht werdet wie die Kinder. Ich kann immer wieder sagen, du kriegst so einen Niefall vor einfachen Sätzen, die man immer wieder über Jahrzehnte, ich rede jetzt wieder normal Brüssel-Ebene, wiederholen muss, wo sich welche anmaßen, die meinen, die haben eine Ahnung, die meinen, dass das hier aus Wassermolekülen besteht, aus Wasserstoff und Sauerstoff, aus unsichtbare, geruchlose, geschmacklose Gase sind. Du wisst, wenn ich dann immer wieder sage, ihr hört sich mal, wer hat das dann eigentlich entdeckt? Wie willst du was vollkommen Geruchloses, Geschmackloses, Unsichtbares und Ungiftiges? Es ist schlichtweg und einfach, was du nicht wahrnehmen kannst. Dasselbe gilt für elektromagnetische Strahlung. Wie willst du das überhaupt entdecken? Und dann so genau, dann sogar vermessen auf einem zig Trillionstel Millimeter, weißt du, wie weit die Dinge auseinander sind, die sowieso keiner sieht. Und du äffst das alles nach, du äffst das unwidersprochen nach. Das ist dein Problem. So wie deine Lehre das nachäffen. Die schönen Aphorismen, wo wir haben. Was ist meine Meinung? Was sind meine Wahrheit? Dritter Band, glaube ich, ist es. Ne? Dieser schöne Aphorismus. Es ist die Meinung und der Glaube meiner Vorbilder, meiner Lehrer und meiner Erzieher. Ich habe noch keine eigene Meinung. Mein Schwammbeispiel. Diese hunderten kleinen Beispiele hin, das komplette Weltbild aus den Angeln. Und ich sage schon, wenn einer diskutieren will, magst du ein klares Zeichen, dass er nicht zugehört hat, dass da kein Geist ist, der reflektiert, was ich ihm sage. Was war eins der ersten in meinem ersten Almener-Vortrag? Sigmund müsste das wissen, ich diskutiere nicht, ich führe einen Monolog. Ja. Das ist nicht Arroganz. Eine Diskussion ist ein Kampf um meinen Standpunkt. Ja. Ist der Henkel rechts, ist er links? Ja. Ich führe einen Monolog, ich erzähle dir, was die Tasse ist. Das ist das eine, das im Hintergrund steht. Und das eine, das im Hintergrund von allem steht, ist der, der sich das ausdenkt. Das ist der träumende Geist, ist letztendlich der Einzige, der seinen Traum erlebt. Und das bist jetzt du. Ich ziehe mir den Schuh nicht an. Ich fühle mich wesentlich leichter, wenn ich weiß, ich bin bloß ein Gedanke, weil dann habe ich es schon wieder geschafft, wenn du mich nicht deckst. Und der Klaus was? Und solange du mich deckst, hast du für mich zu sorgen. Mach ich doch. Aber
Ich verspreche dir, umgekehrt ist es genauso. Das ist ja schon klar. Der Vergnügungsminister. Der rote Deal. Also ja, ist klar. Ein bisschen Spaß muss schon sein. Aber das ist nicht Spaß. Geistreicher Spaß, die Fähigkeit, über alles und jeden zu lachen. Und du brauchst die Reife dazu. Und du hast keine Angst mehr vor Verwandlung. Was natürlich das nächste Problem ist, dass dann viele nicht schnell genug geht. Dieser Wechsel von der Raube zum Schmetterling. Das ist das nächste Problem. Das ist ja schon wieder ein Nicht-Einverstanden-Sein. Wie lange dauert das bei mir? Das ist meistens dann, wenn man älter ist oder wenn man krank ist. Mache ich immer so das Beispiel mit meiner Mutti. Die, für sie war ihr Leben die einzige Hölle, könnte ich jetzt viele Details, das ist mein Bild, mein Mutterbild, was einige wissen es nicht, dass ich war das Mama-Kind und ich habe die Frau nur heulen sehen und immer und sei brav, hier mit Alex, sei brav und sag nichts und immer und nur büffeln und arbeiten. Der Bub hat so viel arbeiten müssen, der hat mir manchmal richtig leid an und halt den Mund und ja, nicht, ja kein Streit. Das ist so meine Jugend gewesen und dann kommt eigentlich so diese Umformung, wo ich dann zu ihr ins Gesicht sage, Mutter, du bist der grausamste Mensch, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Das war meine Erleuchtung. Und das war natürlich viel, ich sage immer, wenn ich der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen hätte, wäre es nicht schlimmer gewesen. Und ich werde jetzt erklären, wieso. Du warst in meinem ersten Büchchen über Sternenlang steht, meine Mutter war mir immer ein großes Vorbild von Liebe und Demut. Ist die andere Seite. Ja. Und dann sage ich plötzlich, mir hat die Seite gefällt, die große Erkenntnis, dass sie der grausamste Mensch war, den ich je kennengelernt habe. Meine ich ernst. Und sie war natürlich entsetzt. So in deiner ganzen Liebe und Demut hast du eins außer Acht gelassen. Da ist einer gewesen, den hast du bis aufs Blut gequält. Mit dieser Einstellung vor. Nämlich dich selber. Dich selbst. Du hast dir dein eigenes Leben zur Hölle gemacht, bloß in der Duckmäuserei sag nichts und sei brav, dass du von allen geliebt wirst. Es ist mir so scheißegal, ob ihr mich liebt. Das ist die Freiheit. Das ist die absolute Freiheit. Das war ich ja nicht mal lieb. Und dann kommt dieses es reicht, wenn ich euch rede, kenne nur. Es reicht, wenn ich euch liebe. Ich lege keinen Wert darauf, dass ihr mich zurückliebt. Das ist eine Freiheit, die du kriegst, die dir keiner wegnehmen kann. Das ist übrigens eine schöne Sache auch mit meinem Erich. Ich mache immer so jetzt Udo-Geschichte wieder. Gilt für jeden, schau in dein eigenes Leben rein. Das ist immer, der wollte immer streiten, Schädler, Nachname Schädler, Dickschädel. Und wenn du den am Schluss, wenn ich mit denen unterhalten hast, Holger hat ihn ja einmal kurz gesehen, der im Gespräch. Der ist übrigens wieder da. Der ist jetzt wieder da. Ich habe das Auto gesehen. Hast du das gesehen, mit dem Vater vorbeigefahren? Ja, genau. Schweizer nach wie vor. Großes Leben, immer noch die Hütte. Jetzt wird er langsam allein, weil er keinen Freund mehr hat, ist ja schwul. Und da ist immer so Sachen, du sagst mir nur, der wird dich bestätigen, mit mir kann man nicht streiten. Ich streite nicht, ich diskutiere nicht um Standpunkte. Der wollte oft mit mir, wenn ich einen Scheiß gebaut habe, hier gerade seine Buchführung, weil er so akkurat war. Und dann sagt er dann, schade, ich sage, du, das ist jetzt passiert, ich bin schuld. Das ist, was sollen wir jetzt da rumdiskutieren, sage ich, du hast recht, ich habe nicht aufgepasst, ich habe auf die Rechnung das Datum nicht auf, er hat sich aufgeregt, wenn er in Urlaub war. Ich habe eine Rechnung rausgeschrieben, habe das Datum vergessen, weil er extrem venibel war, schwul allgemein auch in der Wohnung, alles akkurat. Und ich sage, es ist doch passiert, was regst du dir auf? Und dann hat er sich aufgeregt und dann schaue ich ihn an und sage, du kannst jetzt von mir denken oder machen, was du willst, du wirst mich aber nicht hindern, dass ich dich trotzdem liebe. Und dann sagt er zu mir, was willst du dann noch machen? Ich meine, das vollkommen ernst, das bringt doch nichts. Dieses Aufbäumen, du willst dich doch bloß auf. Ich habe doch gesagt, ich habe nicht aufgepasst, aber es ist wie wenn ich sage, wenn dir was runterfällt und du sagst, scheiße. Es ändert doch nichts an dem, was ist, wenn wir uns jetzt aufregen oder wenn du meinst, das hättest du richtig machen müssen. Stimmt! Aber es ist halt einmal passiert, ausfällig. Und wie schon weg, dann ist es doch vom Tisch. Mit all der Konsequenz. Das sehen Leute einfach nicht ein, wenn die Maschine sich hochschaukelt. Es ist ein Akt von Selbstdisziplin, wo du nicht einmal was machen musst, wenn du einfach ein träumender Geist bist und sagst hier, lehne dich zurück, schau, was in dir passiert. Allen voran, wenn du an dich selbst denkst, wie der reagiert, wie er interpretiert, aber du bist der, der das anschaut. Das ist das Bewusstsein. Dieses Rote, das wir uns jetzt natürlich ausdenken, das aber nicht existiert, weil es ewig ist. Es ändert sich auch nicht, wenn du andere Rolle spielst. Das ist dann mein Schauspielerbeispiel, dass du einfach nur eine Rolle spielst auf der Bühne des Lebens, ein Antagonist bist und du hast Joystick in der Hand, den du steuerst. Du verwechselst dich vollkommen mit deinen Gedanken von dir. Das sind die Sachen, das Meer, der immer ist, El Hayom, ist all seine Gedankenwelt. Aber nicht irgendeine bestimmte davon. Das ist, es widerspricht sich nicht, wenn du genau aufpasst. Er ist alle.
Das ist dieses Alles muss man verstanden haben, weil alles zwangsläufig dieses Nichts ist. Und wenn du jetzt an dich selbst denkst, dann bist du nicht mehr das Meer, viel weniger. Bloß ein kleiner Spritzer, der aus dir rausspritzt, den du anschauen kannst. Ja. Weil was eins ist, siehst du nicht. Es ist immer alles eins, meine rote Rose, weil gerade an mir da steht. Die ganze Physik, die ich jetzt benutze, und da wird es jetzt natürlich interessant, wenn wir wieder jetzt in die Farbenlehre reingehen, dass gerade alles, was in Physikbüchern drinsteht, bloß die Zahnebene, der Aufbau, das sind so viele Teilbereiche, selbst wie in der Medizin, die Physik, sind so viele Untersysteme, wo du nur mit Fachidioten zu tun hast. Und jeder jetzt an Universitäten versucht, seinen Teilbereich möglichst aktuell zu halten, dass es Geld ergibt. Denken wir uns jetzt natürlich aus. Das ist rein die Farbmischung, die additive und die subtraktive Farbmischung. Ich habe das gemerkt, wenn du dich da damit auseinandersetzt, dass die Zahnwerte, wenn du anschaust, wie tief das geht und was das, unsere Zäpfchen im Auge funktionieren, ja genauso, das Rot, Grün, Blau, gibt es natürlich auch andere Farbsysteme, zig, nicht nur zwei, drei. Du musst nur so, es gibt kein Problem, wo ich dir nicht tausend andere Probleme zeige. Und das verstreuen wir dann über alle Religionen, über alle divinatorischen Systeme, wie sich das nennt, ob das Astrologie ist, ob das Tarotkarten sind, und es ist wie verschiedene Computersysteme, die du irgendwie umrechnen kannst, wenn du in derselben Ebene bist. Und bei dem Test, ich mache mal ganz einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Triplet nehmen, dass wir irgendwas erzählen, das Rot, Grün, Blau. Wir wissen, bei der aktiven Farbmischung gibt es ja Weiß. Jetzt musst du mal beim Farbfernseher zum Beispiel, zuerst einmal, früher war ja Schwarz-Weiß, das ist die sogenannte Luminanz oder Y-Signal. Jetzt sage ich gleich wieder, wenn du, oh, das verstehe ich nicht, so hör einfach zu, was ich dir erkläre, du musst es nicht merken, wenn das weg ist, dass du neugierig bist. Und da landen wir irgendwann im Johannesevangelium, dieser Satz, Meister, wann kommen wir ins Himmelreich? Solange du nicht vom Neuen geboren wirst, du musst deinen Sohn opfern. Wenn du mir dein jetziges Leben schenkst, wie sieht es aus, wenn du ein Computer bist und dein Leben hängt und steht und fällt mit deinem jetzigen Schwamminhalt, mit dem Programm, das in dir läuft? Ich sage zu dem Computer, wenn du mir dein jetziges Programm schenkst, das das Leben in dir aufwirft, alle Bilder, die in dir auftauchen, hängen von dem Intellekt ab, den du zum Denken benutzt. Dann kriegst du von mir ein vollkommen neues Leben, dann kriegst du ein neues Programm, dann haben wir einen neuen Film rein. Wenn du versuchst, das Leben am Leben zu verlieren, verlierst du dein ewiges Leben. Weil dann lasse ich dich, ein Tag ist wie 1000 Jahre, bis in alle Ewigkeit, denke ich, du bist das Moment hier, lasse ich dich als der wach werden, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Das ist also nichts Trügerisches wie dieses chronologische Denken. Ich bin ja immer Schritt für Schritt älter geworden. Das lässt du irgendwann, jetzt wird's aber Zeit, Dankeschön, meine subjektive Zeitempfindung. Nee, danke. Dann wiederhole ich das immer wieder, ihr vergesst es. Hier meine ich jetzt, du in dieser Vielfalt von Funken, die da sind, in deinem Alltagsbewusstsein, wenn du die Reife nicht hast, dann passiert es jetzt, Annemarie-Leben, dass du so abstürzt, so gnadenlos abstürzt, und da ist das Bewusstsein nicht mehr da. Sie ruft, sie ist ganz, ganz mies drauf. Na, so, pass auf, Annemarie, ich mache jetzt einmal, wenn wir mal mit zwei Filter machen, du bist für dein Alter körperlich absolut gesund, ohne Schmerzen und fit für dein Alter. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Du hast den Segen, dass du finanziell für dein Alter absolut für das, was du lebst, abgesichert bist, im normalen Denken. Und du sitzt von morgens bis abends da und deine Gedanken prügeln auf dich ein, dass du dir das Leben zur Hölle machst. Das ist doch eigentlich schlimm. Du hättest überhaupt keinen Grund. Ich sage beim Philipp Babetzi oder was soll ich, wenn ihr euch vergleicht, vergleicht dich doch nicht immer nach oben, wo du meinst, jetzt deine Vorstellung, denen geht es besser. Vergleich dich einmal mit denen, die es schlechter geht. Mein alter Satz, dass hier definitiv jeder Hartz-IV-Empfänger in Deutschland, den sein Lebensstandard 70% der jetzt ausgedachten, normal in deiner Normierung vorgestellten Weltbevölkerung, würden sich alle 10 Finger abschlecken, mit einem Hartz-IV-Empfänger in Deutschland tauschen zu dürfen. Das wäre für die schon der super Wohlstand. Die ums nackte Überleben kämpfen, die es natürlich nicht gibt, wenn wir sie nicht denken. Das mit Holofilling wischen wir das mit einem, Gott macht und weg, wischen weg, sagt der Udo. Was ist mit den Dingen, was ist mit deinen Gedanken, wenn du ihn nicht mehr denkst? Es ist egal, was du denkst, dann ist er weg. Das ist jetzt immer ein einfacher Satz, halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Und ihr wisst, ich bin alles andere, hat nichts zu tun mit dem, was man Kirche oder Religion nennt. Tausendfach, das, was ich erzählt habe, nichts mit religiösen, esoterischen Geschwätz, mit Chakren und aufgestiegenen Meistern. Egal, wenn er den Mund aufmacht, er plappert irgendwas durch. Ich weiß nur, wie ich in der Schweiz
hier in den Anfangszeiten, Weddings wie mir in die Schweiz, dann Baptisten und so weiter, genau. Die ersten Vorträge in Schweiz, dann was gar nicht, was mit dem Ferry und so, war ich dann in der Schweiz, in Zürich eingeladen. Ich habe das ja nie gewollt, das hat sich einfach ergeben, ich habe mich hingegeben und dann habe ich das erste Mal der Schweizer Zeitung in die Hand genommen und ich war so entsetzt, die Kleinanzeigen, das war so voll, ist das immer noch so voller ESO-Angebote und irgendwie NLB. Das gibt es bei uns in Deutschland eigentlich in normalen Tagesblättern oder so gar nicht, wenn es so diese Werbeblätter gibt. Die ganzen Kleinanzeigen sind bloß Läden mit irgendeinem Feuerlauf oder irgendeinem Esoterik-Kack, dass man Geld damit verdient. Ist das immer noch der Fall? Das haben wir in Deutschland. Du hast keinen Fokus, hast keinen Fokus drauf. Eine gute Einstellung. War irre. Es war total irre. Das, bei uns haben wir auch die Wochenblätter, nennt sich bei uns das Wochenblatt, so die Kleinanzeigen. Und da ist die ganzen Kleinanzeigen, da ist fast über die Hälfte, waren irgendwelche NLB und Feuerlaufen und das und Legging und Legging und Legging. So, das ist ein sehr spirituelles Volk. Ja, und auf der anderen Seite die Kohle. Ne? Ja, ich mach doch keine Anzeigen. Wieso? Machen die Anzeigen, dass sie hier irgendwie Menschen beglücken? Das ist, weißt du, die Rechnung, dass Menschen so, der Zustand der Verdummung der Masse jetzt mit dieser Panik mache. Dass ich oft immer wieder das Beispiel bringe, ich mache jetzt einen Fokus, das ist natürlich nur, wenn du einen Fokus hast. Ich rede jetzt einmal ganz gezielt vom Ruderprogramm. Das spreche ich dir jetzt zu, dir Geist, und du wirst feststellen, wenn du da den Fokus drauf legst, dass eine Zeit lang, wenn du in Werbefernsehen reingehst, das ist ja nur noch Werbung, das ist ja alles ein Handy. Ich kann dein Handy überhaupt nicht haben, weil du müsstest mit Filter, wenn du magst, da hast du mal dein Handy und dann schaltest du es ein, ob du YouTube laufen lässt. Es ist ja nur noch zugemüllt mit Auslesen, ja. Du musst mal deine Drecke, jetzt sollte ich cut, alles gedacht, gell? Nerd, alles gedacht. Diese ganzen Drecke, wenn du, ich habe ja hier mehrere Blockierer drin, das ist bei jeder Seite, die ich mache, YouTube, 260 Weiterleitungen, 116 Weiterleitungen, dahin, du wirst ja ausgelesen, der gläserne Mensch. Ist natürlich, da außen ist nichts, das ist alles vom Tisch, wenn du es verstanden hast, und wir sind jetzt erst einmal im Hintergrund, wenn du die Welt da außen glaubst, ist es halt einmal so, wenn du ins Internet gehst, und ich mache jetzt nur Werbefernsehen, und es war, habe ich zurzeit keinen Fokus drauf, vor wenigen Wochen Zusatzversicherung zahlen, das letzte Mal habe ich ein Prospekt jetzt vorige Woche noch in der Hand gehabt, Ergo, glaube ich, hat es geheißen, und jetzt kommt unser berühmtes Kampfhundbeispiel oder Corona-Beispiel. Ich sehe das und sage, was sind es für Deppen, die sowas abschließen? Und in dem Moment, wo ich resoniere als Udo, ist ja spaßig, das zu beobachten, ist wirklich jeden Abend, wenn ich rumzapp, wenn Werbefernsehen ist, wenn ich weg tue, jeden Abend mindestens 2-3 Firmen, die Werbung gemacht haben im deutschen Fernsehen, jetzt nur beim Rumzappen in verschiedenen Kanälen, über eine Zahnzusatzversicherung. Und dann schaust du ganz einfach mal, was es ist. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir eine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Die Prophezeiung ist, je nach Eintrittsalter, das geht von 3 Euro bis, der höchste Stand war 14 Euro mit ab 60. Monatsbeitrag 14 Euro, wenn du mit 10 Jahren das schon versicherst, dann ist 2 Euro oder was im Monat mit einem Sternchen dran. Lese nicht das Kleingedruckte, du machst dir bloß die Augen kaputt. Wobei du gar nicht so viel Kleingedrucktes ist. Also pass auf, du zahlst die Versprechung, was jetzt die andere hat, 12,80 Euro. Du zahlst 12,80 Euro eine Zahnzusatzversicherung. Und was die garantieren, ist, dass er hier, selbst wenn du in Behandlung bist, kannst du das abschließen. Normal bei einer Leben musst du das dann bei der Prüfung machen, ob sie dich versichern. Selbst wenn du in Behandlung bist, kannst du das abschließen. Und die zahlen zum Gesetz, deiner normalen Kasse zahlen sie den Rest zu 100%, übernehmen die Kosten. Also die übernehmen, deine gesetzliche muss zahlen und den Rest übernehmen die mit 100%. Und du hast Anspruch auf 2 Zahnreinigungen im Jahr. 2 Zahnreinigungen, die kosten in der Regel an 80er oder 100er, je nachdem zu welchem Zahnarzt du gehst. Die sind auch mit drin, wohlgemerkt 12,80 Euro im Monat. Rechnen wir mal hoch. Und übernehmen die kompletten Kosten für 12,80 Euro im Monat. Und dann frage ich mich, pass auf, schon rechnerisch die 2 Zahnbehandlungen, kommst du mit den 12,80 Euro fast nicht hin. Jetzt übernehmen die, und was bei uns in Deutschland die Zahnärzte kosten, auch wenn die Kasse die Hälfte macht, müssen wir auch nicht reden. Was noch viel interessanter ist, ich weiß dann genau, wenn der Werbespot läuft, diese 30 Sekunden Werbespot haben ihnen jetzt 60.000 Euro gekostet. Das muss ja auch bezahlt werden.
Das heißt, die geben, und da ich das dann über Wochen fast jeden Tag sehe, geben die Hunderttausende von Euro aus Werbung zu machen, dass sie deine Zahnkosten bezahlen können, mit einem Deckungsbetrag, der nicht einmal für die Grundzahnreinigung, die sie dir versprechen, reicht. Jetzt freue ich mich, das ist für mich ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das ist alt, wenn du mal selber denkst, kannst du es überhaupt geben. Es gibt halt noch gute Menschen, die dir was Gutes tun. Gerade bei der Versicherung. Das ist der Versicherung, die Welt ist ein einziger Betrug. Das ist immer, wie oft habe ich in einem von euch erzählt, wenn man Tests in mir zum Beispiel, wenn du zum Arzt gehst, was die machen, zum Zahnarzt gehst, was die für Gutachten machen. Und dass jeder Seriöse sagt, das ist, ich kann mich jetzt nur erinnern, das ist in einem Almener Vortrag, wo ein Sternbericht, glaube ich, im letzten Almener Vortrag, wo Münchner Arzt diese Geschichte von der Ärztekammer, der war in Berlin und dann haben sie Ärzte getestet. Ich wiederhole das nochmal, dass euch, die haben Ärzte getestet, ein normaler Arzt, und es gibt ja, wenn du zu einem Arzt jetzt gehst mit einer gewissen Krankheit, gibt es ein Grundprinzip, was der als erstes macht. Und die Ausgangsbasis war, er war bei 12 Ärzten. Und er hat gesagt, ich bin hier auf Besuch, ich bin privatversichert, also Barzahler, ich bin privatversichert, ich zahle das sofort, ich habe so auch Kreuzschmerzen. Und wenn du jetzt normal zu einem Arzt gehst, der nach schulmedizinischer Normierung korrekt sich verhält, bei diesen, so wie er sich gegeben hat, er ist ja selber Arzt gewesen, er hat gesagt, ich habe so Kreuzschmerzen, und ist dann zum Arzt gegangen, ich bin ein paar Bekannte, die haben gesagt, ich soll da her schauen. Ich bin Privatzahler. Was muss ein Arzt, der korrekt arbeitet, genau mit dem, so wie der Patient sich vorstellt, was nach schulmedizinischer Norm, was ist das sinnvoll, dass man in dem Moment bei dem ersten Besuch macht, was hat er zu verschreiben und was darf das kosten? Und die haben mal ganz definitiv gesagt, so wie er sich dargestellt hat, die Krankheit, die er geschildert hat, darf normalerweise der Arzt, wenn das Kassen abgerechnet wird, glaube ich, um einen 80er kosten. Dieses erste Mal, wo er reingeht, was er macht, darf, wenn er sich korrekt medizinisch, schulmedizinisch fällt, darf das einen 80er kosten. Das haben sie mit 12 Ärzten gemacht. Und jetzt halte dich fest, die Rechnungen waren, der günstigste war 144 Euro und der teuerste 1.400 und etwas Euro. Das Zehnfache. Jetzt pass auf, jetzt, das ist das Erste. Interessanterweise, von den 12 Ärzten haben 9 Ärzte Sachen auf die Rechnung geschrieben, die nicht passiert sind, weil er war ja dabei. Die haben schlichtweg und einfach betrogen. Psychologische Beratung, bla 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 bla, was gar nicht passiert ist. Darum hat er so Arzt gemacht. Übrigens, der ganz teure hat korrekt abgerechnet. Da war die große Schwierigkeit, dass er schon sagte, wo er hochgegangen ist, waren 2 Praxen, Frau Doktor sowieso und Herr Doktor sowieso, selber Name, offensichtlich ein Ehepaar. Er ist zu dem einen gegangen, welcher seine Rückenschmerzen und der andere, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das Männchen oder das Weibchen ist, hat Radiologie und kann Spinnen in der Praxis stehen. Und wie er kommt und sagt, ich bin Privatpatient, hat er gesagt, dann schauen wir doch gleich einmal nach und haben, bevor irgendwas macht, welcher die Kreuzschmerzen rüber und kann schwimmen machen, dann waren schon 900 Euro auf der Rechnung. Das Ding muss amortisiert werden. Das ist, genau so ist es. Und das ist das große Gespiel. Und wenn irgendeiner sagt, das ist anders, es gibt ja Ärztevereinigung, ganz, ganz wenige, muss man nur suchen im Internet, das ist natürlich auch, das ist ausgedacht, die extrem dagegen wettern, die auch gegen die ganzen freiverkäuflichen Grippemedikamente wettern, das ist ja auch so eine Sache mit Medikamente, ist unser Dieter da? Ja, er kennt das Spiel, der kennt das Spiel, aber es ist ja Leben und Leben lassen, da ist ja nie ein Vorwurf. Es ist ja nie ein Vorwurf. Das ist auch ein ganz spannender Test gewesen, wenn du in die Apotheke gehst und du sagst, ich habe Schnupfen und Grippe und gib's mir bitte was mit. Und da werden dann mehrere Stufen durchgestellt. Und das ist immer wieder, ich sage, es ist nie ein Vorwurf gegenüber die Figuren, die wir uns ausdenken. Du hängst ja in einem gewissen Leben drin, bis du wach wirst und den Sinn des Lebens suchst. Das ist ja einfach, es geht hier um Geld verdienen. Aber was jetzt gerade in der Pharmaindustrie passiert, ich mache jetzt ganz grob, das heißt, dann Kripos da, der hat ein paar Sachen einpackt und hat 78 Euro bezahlt. Dann gehen andere Leute gehen in dieselbe Apotheke und dann geht es zum Beispiel schon los. Nämlich Aspirin, das Original, oder nämlich das 6 Euro oder 9 Euro, oder das kriegst du für 1,80 Euro. Es ist komplett derselbe Wirkstoff, weil das ja ausgelaufen ist. Wenn du jetzt einfach nur sagst, ich brauche was gegen Kopfschmerz, kriegst du Aspirin. Ist doch logisch, würde ich auch so machen, wenn ich ein Geschäft hätte. Und wenn du jetzt nachfragst, geht es nicht auch günstiger? Ja, selbstverständlich, dann kriegst du das andere angeboten. Weil die Beratung bezieht sich jetzt erst einmal, ich sage immer wieder, bei mir bei Sterilung habe ich gesagt, egal wo du hingehst, es wird nicht beraten, dass du für möglichst wenig Geld das Beste kriegst, sondern zuerst einmal
dass die Kasse stimmt. Es lässt übrigens dieses Leben gar keine Chance, das anders zu machen, sonst hast du sowieso keine Überlebenschance in dem System. Hm. Aber wenn man das weiß, kann man es ja nutzen. Ja, aber es ist, da geht's nicht um den Sinn des Lebens, das ist es nicht. Das ist ein Lernprozess, auch wo man sich selber quält. Könnt jetzt ein paar Mandita sagen, mit dem, ist nicht da mit seinem Quark, unser Quark essen, wenn immer beim Essen da war, weil für ihn Quark ein Feindbild ist und aus und fertig. Und wenn das auf dem Programm ist, ist es so. Und dann regiert es auch, so wie jetzt die Diana sagt, ich kann zurzeit kein Essig kriegen, einen Ausschlag oder das oder die Höhenangst, die du hast. Du hast ein Programm, verdammt nochmal. Und das Programm bestimmt, was du dir bestellst, wenn du in der Kneipe gehst, das bestimmt, was dir schmeckt. Du hast keine Freiheit. Wie war das, Jan? Die erste Erkenntnis ist in einer intensiven Selbstbeobachtung, dass du dir demütig eingestehen musst, dass du als träumender Geist überhaupt keine Freiheit hast. Du bist auf Gedeihen verdammt gezwungen, das zu träumen, was du träumst, und du wirst in jeder Erscheinung, die du selber dir ausdenkst, so reagieren, wie das Programm dir das aufzwingt. Wir machen hier kein ESO-Kack. Jedes Kind, wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Solange du glaubst, wisse Nikodemus, ich zitiere mal diese alte Bücher mit Geschwätz von allen, hör genau zu, wisse Nikodemus, solange du glaubst, du wurdest aus Fleisch geboren, aus einer Frau geboren, bist du verwesliches Fleisch. Du bist verweslich. Erst wenn du weißt, dass du von Augenblick zu Augenblick aus Geist und Wasser entspringst, bist du Geist und bist du ewig. Jetzt, wenn man natürlich noch weiß, wenn man das Hebräisch schreibt, dass das Wort Geist, Ruach und Wasser des El Hayom, Gott ist, das Meer, das der, der immer ist, und dass du, wenn du an dich denkst, von Augenblick zu Augenblick eine neue Gedankenwelle aus dir entspringt, bist du Geist. Und der Ruach, der Geist, der Wind, jetzt auch Ruch, der weht, niemand weiß, wo er herkommt und wo er hingeht. Und ich sage jeden Morgen, wenn du sagst, ich bin wach, Almenach schon vor über 20 Jahren, in dem Moment, wo du dieses Ich-Gefühl hast, weißt du noch nicht mal, ob es hell oder dunkel ist, wenn du die Augen aufmachst. Du musst dich überraschen lassen. Du machst die Augen auf und es ist 3 Uhr oder 4 Uhr, wenn du auf den Wecker schaust. Das heißt, du suchst dir nicht raus, wann ich dich einschalte, und du suchst dir nicht raus, an wen du denkst, in dem Moment, wo du Geist wach wirst in einer personifizierten Form, was du nicht, ob du Junge, ein Mädchen bist, oder an wen du denkst. Du, Geist, bist plötzlich in eine Traumwelt als Figur hineingeschmissen, die jetzt sagt, ich bin wach, und dann machst du die Augen auf, und dann liegst du in dem Zimmer, wo du sagst, das ist mein Zimmer, mein Schlafzimmer, in dem Bett, wo du sagst, das ist mein Bett. Aber was, wo war das, bevor du jetzt dieses Gefühl, ich bin wach, wo bist du vorher? Vorher gibt es überhaupt, da bist du eigentlich immer. Da bist du immer, das ist das, was ist. Das ist einfach, es steht und fällt mit dem ersten und zweiten Gebot, mach dir kein Bild von dir selber, mach dir kein Bild von was da droben und da drunten. Und im Meer selber. Das ist nämlich alles Information, was du erlebst. Auch deine sinnlich wahrgenommenen Informationen. Und wie alt war deine Vision? In heißt, in dir ist nichts. Das ist der Punkt. Es ist alles und nichts, und das dazwischen, das ist diese Einseitigkeit, die du dann siehst, weil du es entheiligst. Es ist nötig, sobald du was siehst, dass du das in dich selbst entheiligst, weil du plötzlich dieses absolute Eine wird zu was bestimmen. Das ist Holofeeling, heißt das Gefühl, alles zu sein. Weil jedes Puzzlestück, jeder Gedanke, der in dir auftaucht, ist praktisch von dem Heiligen Ganzen eine kleine Facette, die man rausspiegelt, ohne dass das Heilige zerstört wird. Eine schöne Puzzle. Das ist wie das Kontinuum, der lückenlose Zusammenhang. Wo ich gehabt habe, 0,999999 ist jetzt das 1 oder nicht? Der Professor Dr. Wetz wird dir dann beweisen, dass es dann doch 1 ist, obwohl über 70% sagen, es ist ja nicht 1, weil da immer ein bisschen noch fällt zu 1. Ich sage, Spiegel, schau, 0 ist nichts, 9, Spiegel, ist jetzt das ein Spiegel oder ist es nicht ein Spiegel? Weißt du, jetzt mache ich mit Holofeeling dieses Kontinuum, 0,DT99999, ist jetzt das ein Spiegel oder viele Spiegel? Jetzt ist die Frage beantwortet. Ja. Er erscheint als viele, ist ja, eins. Ist aber einer. Professor sagt, hier, nein, das ist eins. Aber da merkst du, die wissen gar nicht, die Symbolik im Hintergrund ist von dem Kontinuum, von dem lückenlosen Zusammenhang. Ja. Das ist das Einstück-Prinzip. Die Arithmetik,
alles erzählt die Holophilie in allen Bereichen. Es geht hier nochmal um Glauben. Und jetzt wissen wir einfach, was wir sind. Nur zwei. Dual. In einer. Und den Rest müssen wir abwarten. Und dann kommt, ich will ja gehen. Meine Mutti hat dann im Rollstuhl gesagt, ich habe keine Angst vom Sterben, ich will ja gehen, so rundherum geht's dann. Weil du schon wieder was willst, wie beim Helmut und du meinst, in der Zukunft wird es dann besser. Das muss ich komplett auflösen. Ja, sehr subtil. Jenseits, immer wieder das Thema hier, Gott ist jenseits von Raum und Zeit. Ich sage, du bist der geistlose Schwätzer, selbst das äffst du jetzt noch. Der ist nicht jenseits von Zeit und Raum, sondern der Mittelpunkt. Mhm. Die falsche Vorstellung vom Jenseits. Und was jetzt jenseits ist, ist immer eine Frage, was du als diesseits definierst. Genau. Er ist der Mittelpunkt. Ich will ja gehen. Wo willst du hin, wenn es bloß hier und jetzt gibt? Wo willst du hin? Jetzt, du kommst aus dem Hier und Jetzt nicht raus. Du kannst deine Peripherie, das kannst du ständig austauschen. Deine Information kannst du austauschen. Es verändert nichts an dem, der das erlebt. Das ist eine ganz, ganz tiefgreifende Erkenntnis. Ist jetzt ein Unterschied, ob der Brüssel Udo in deinem Traum dir das erzählt hat, ob du es wirklich verstanden hast. Ihr wisst immer, wenn ich sage, das Begreifen, da steckt unser Rai schon mit drin. Und der eine Aspekt, Ben, Fan ist Ben. Das ist im Spiegel ist nur ein Aspekt. Und B, Vorsilbe B hast du raumzeitig verstreut. B und G. In allen Arithmetik und in allen in normalen jeglichen Etymologiebüchern kannst du, wenn du die Wörter genau anschaust, wird alles erklärt. Muss man aber die Vordersprache verstehen. Also ist Holophilie eigentlich überhaupt nichts Neues, sondern was Uraltes. Allumfassendes. Auch das moderne, das junge Wissen mit Quantenmechanik, dieses extreme Verkopftheit. Nur eine Welt des Symbols. Schrödingers Katze. Schrödingers Wellengleichung, ich sage, ich schaue die Formel an, ich sage, schau mal auf von der Riesenzeug, wo keiner mitkommt und dann ist gleich ja. Null. Ja. Und Wurzel aus. Eine schöne Karikatur. Die Brakett-Funktionen kann man alles nachlesen. Ne, die Kleiner, das ist aber wer, meinst du, dass die, die dir das an der Uni erzählen, wissen das, was das bedeutet? Du bist schon wieder in den Mann. Es ist so einfach, Gedanken von dir können bloß so sein, wie du sie träumst. Aber sie sind prinzipiell eigentlich Strotum. Eine Information? Kommt mal wieder ein Witz in den, wo du mir erzählt hast. Nein, der mit dem Hotelzimmer, mit dem... Erzähl, ach so, der Witz. Also Witz. Ja, na Witz nicht. Pass auf, Betty, die meisten hier kennen das sowieso, das ist eine Karikatur. Ich musste dir jetzt zeigen, weil das ohne Worte, eine Karikatur ohne Worte. Das ist ein Bild, eine Karikatur, ganz einfache Strichzeichnung. Du siehst... Ein leeres Zimmer. In dem Zimmer ist ein ganz einfacher quadratischer Tisch, vier Beine, ein Stuhl, ein einziger Stuhl steht an den Tisch und an den Stuhl ist die Jacke dran. Was ist dran? Die Jacke. Jacke. Die Jacke von jemandem. Also ein ganz einfacher Tisch, es ist nichts drauf, ein Stuhl und da hängt eine Jacke dran. Dann ist an der Seitenwand ist ein allereinziges Fenster, das Fenster ist offen und der Vorhang weht. Aha. Und du siehst im Hintergrund, du musst dich irgendwo... in einer Großstadt befinden, und zwar um dich rum, so und auch im Hintergrund, pass auf, und im Hintergrund, in dem Fenster siehst du Hochhäuser, und du siehst jetzt aus dem Fenster, du musst da irgendwie im 40., 50. Stock sein. Das heißt, um dich rum Hochhäuser, und das ist, sonst ist nichts, und an der Wand ist eine Tafel, und da ist so, wie du jetzt in Physikbüchern siehst, an der Tafel, ganz groß diese ganzen physikalischen Formelzeichen, die keine alte Sau kennt. Das geht oben rum, die ist falsch geschrieben und die wird immer enger, die wird immer enger, die wird immer enger. Und unten steht ganz groß 0, dreimal unterstrichen mit Ausrufezeichen. Und wenn du das bitte jetzt anschaust, diese Tafel, ein Mathematiker, der rechnet, unten ist gleich 0, dreimal unterstrichen, Ausrufezeichen. Vorhang offen, wedelt, Fenster ist offen. Das ist ein Lebenswerk, alles klar. Okay. Alles klar. Das muss man dann immer, wenn das das erste Mal sieht, auf dich wölken lassen. Da bricht alles zusammen. Herrlich. Das ist das, die große Erkenntnis. Alles ist nichts. Wir Althebräer nennen das Ala. Wir nennen das Ala. Beides heißt nichts, bloß gespiegelt. Zack. Implosion zum Nichts, Explosion zum Nichts und alles. Weil das ist nichts, das sind nur Geräusche.
Das ist die erste Kunde. Ich muss wissen, was ein Wort bedeutet. Was bedeutet nichts? Da kann man schämen, wenn du Leute fragst, das ist ganz verrückt, was die dir verantworten. Ja. Also wo ist euer Problem? Ich sage, ihr habt überhaupt kein Problem. Der hat ein Problem, der uns ausdenkt. Nämlich uns. Ja, genau. Wenn ich was das Problem, das vorgelegt hast, weil du denkst uns, das, wir sind dein Problem. Er ist unser Problem. Ist das geil oder ist das geil? Ja. Ich schau ab vorne. Ja. Und das, was wie ein Witz klingt, ist die tiefste Weisheit, die du zurzeit in deiner Welt finden wirst, egal wo du hingehst, glaub es mir. Ja, da muss ich doch der Geist ja vom Problem lösen, weil wenn du immer das Problem wieder lösen willst. Versuch nicht das Problem zu lösen, weil solange du ein Problem lösen willst, denkst du an das, was du loshaben willst. Auch dasselbe, egal ob das Krankheiten sind, egal was es ist. Diese Kunst des Loslassens erfordert zuerst einmal ein Einverstanden sein. Weil Loslassen ist nicht zum Teufel hauen, sondern so einverstanden sein, dass sich das wieder in dich reinfällt, weil du die Sinnlosigkeit, dich über was aufzuregen, erkannt hast. Ärger ändert nichts an dem, was jetzt ist, sondern du schüttest Benzin ins Feuer. Angst ändert nichts an dem, was ist, es vermehrt die Angst. Das ist das Große. Wieso ist es jetzt in der Welt möglich, dass die alle so unendlich dumm sind? Sie haben eine Scheißdrecksangst, weil ihnen nie jemand in Elternhaus und Schule erzählt hat, was sie selbst sind und was ihre Gedanken sind. Hätte man die von vornherein anders erzogen, hätten die keine Angst vor Corona. Mein berühmtes altes im dritten oder vierten Band von die Hohen Barungen, das Bali-Beispiel. Das Bali-Beispiel. Der alte Bali-Glaube ist natürlich auch schon Märchengeschichten, wo man denkt, es geht, dass man die Metaphern versteht. Mhm. Und das ist immer wieder, du musst wissen, wenn du, meine berühmte Insel, wo ich immer wieder sage, wenn du von klein auf das so erzählst in Schule, wenn die zum Sprechen anfangen, bleibt die Welt, die du träumst, genauso mit Menschen, mit allen, es ändert sich nichts, nicht das Geringste. Es ist bloß keine Angst mehr davon sterben und dann nicht erwarten, dass du meinst, du brauchst Geld, weil du weißt, das kommt ja, was ich brauche, kopier aus mir. Das, was du nicht kennst, wünschst du dir nicht. Das ist immer mein tausendfach, die 70er Jahre haben mir kein Handy gewollt. Haben wir ganz andere Sachen im Kopf. Oder ein Computer. Naja. Darum wollen wir keine Weiber mehr, gell? Ja, ist doch klar. Habt ihr die Besten. Dann fliegen sie zu dir. Was? Schnell merken, ne? Ja. Komm mal altes Ding in einem und wieder. Elisabeth, ist mir jetzt gerade gekommen mit einer Schönheitsoperation, Elisabeth. Kannst du dich erinnern in Almener? Willst du die Geschichte mit der Schönheitsoperation erzählen? Ja, nein, nicht erzählen. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Du hast es vergessen. Ja, ich halte es mal. Du hast es hier. Ja. Warst du nicht in meine Almener Geschichte, wo ich erzählt habe von dir mit einer Schönheitsoperation? Ich erkannt, ne? Oh, jetzt wirst du alt. Du bist ein alter Hoch. Schau, sie kennt, sie war nie in Almener, aber hat die alle im Kopf. Sie kennt sie. Nein, erzähl. Ha? Erzähl. Mit der Schönheit. Mit der Schönheitsoperation. Und Gott hat sie nicht erkannt nachher. Das ist hier. Jetzt langsam lässt es mich. Aber ich könnte das jetzt nicht auf den Punkt bringen. Ehrlich? Die Bäume, die hast du nicht im Kopf? Nein. Wo dich so beschwert hast. Mit dem Unfall. Ich habe gesagt, hier, ich mache jetzt ganz kurz, So, jetzt mache ich jetzt in einer Kurzversion, dass ich sage, ich erfülle dir jeden Wunsch und Zeug und Wahr, und dann hast du natürlich als normaler Mensch mal wegen einem Lotto gewinnen und dann geht es dir gut. Und dann ist es hier, dass ich dir noch versichert habe, dass ich nie zulasse, dass dir was passiert. Und weil du dann hier Geld gehabt hast, hast du eine Schönheitsoperation noch machen lassen. Okay, weil du wolltest dich ja richtig wohlfühlen in deiner Haltung und dann rennst du über die Straße und wirst von einem Auto überfahren. Ja. Sie kommt,
stirbt, kommt in den Himmel und scheißt mich an und sagt zu mir, du hast mir doch versprochen, dass mir nie was passieren wird. Und dann sage ich zu ihr, wer bist du überhaupt? Ich habe sie nicht erkannt. Ja. Dann musst du schon so bleiben, wie du warst. Ich habe das... Das ist Zeug, wir sind immer wieder, das ist bei vielen Aussagen, wenn du hier, es verändert sich, es ist ein Kommen und Gehen von Menschen, was sich dabei nicht verändert, bist du selbst. Ja, der Geist. Und jetzt ist die Frage, ist es logisch, hast du es begriffen oder ist es verstanden? Und dann bist du ich. Das ist, darauf bezieht sich, ich bin du, das erste Buch. Wird so schön und einfach erklärt. Aber alles, was einfach ist, ist für einen komplizierten Gag, extrem kompliziert. Weil die einfachen Sachen wird von komplizierten Gängen nicht verstanden, weil die sagen, so einfach kann man sich sehr nicht machen. Ist wirklich so. Das ist auch eine Spiegelung. Ich rede immer von Spiegelungen. Spiegelungen sind unendlich vielfältig. Ich wollte, ich habe gerade angefangen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Fernseher nimmst, das dürfte allgemein bekannt sein, haben wir ja tausendmal gesagt, und wir machen jetzt, du hast nur ganz normales weißes, ein weißes Bild. Und wir wissen, wenn du jetzt mit einer Lupe hingehst, dann wirst du feststellen, dass da nicht der einzige weiße Lampe brennt. Das ist immer die Triplets, das wird in der Trinität auf, immer die Trinität ist wichtig aufgespalten, das Rot, Grün, Blau. Und wenn die jetzt leuchten, die Rot, Grün, Blauen gleichzeitig, dann ist es, sobald du weg bist, wird es ein weißer Punkt, es verschmilzt zu weiß. Und das ist aber interessant, wenn du ein Schwarz-Weiß-Bild machst. Das sind ja, ich habe gerade gesagt, ich habe begonnen, es gibt das normale Schwarz-Weiß-Bild, ist ein sogenanntes Luminanzsignal oder das Y-Signal. Das ist jetzt rein, dass man, wenn wir eine Lampe haben, die können wir von 0 bis 100% hell machen. Das heißt, es bleibt ja weißes Licht, 0 wäre schwarz und 100% ist dann vollweiß und das dazwischen nennen wir Graustufen. Das ist früher beim alten Testbild, wenn ihr euch noch erinnert, die Älteren unter uns, im Schwarz-Weiß-Fernseher hast du dann von weiß diese Palette, das sind Graustufen, was natürlich dann beim Farbfernseher sind, das Farben von. Das heißt, jede Farbe hat eine gewisse Helligkeit. Das Schwarz-Weiß-Bild ist zum Beispiel interessant, dass du je nach Farbmischungen Graustufen hast und dein Gehirn beim Schwarz-Weiß sind sie natürlich, wenn du jetzt eine Wiese siehst, denkst du dir, das ist grün, das denkst du dir nicht einmal. Ich behaupte, wenn du einen spannenden alten Cary Grant-Film anschaust, in Schwarz-Weiß, dass dir das gar nicht auffällt, dass das Bild bloß schwarz-weiß ist. Das ist nämlich, es gilt für alle Sachen, für dich existiert bloß das, was du bewusst denkst. Und darum ist auch ein Schwarz-Weiß-Film. Man vermisst in keinster Weise die Farben. Wenn das ein guter Film ist, fällt dir nicht einmal auf, dass das schwarz-weiß ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel im Fernseher, wo es auch ein super Farbbild, dann konzentriere ich mich auf die Farben, die dann natürlich da sind. Wenn ich mich aber auf die Handlung konzentriere, sind keine Farben mehr da. Jetzt haben wir die Sache wie mit der Brille. Habe ich jetzt die Brille aufgehabt? Selbstverständlich, weil ich konstruiere ständig. Aber du musst es denken. Du musst sogar, wenn du sagst, es gibt es nicht, musst du an das denken, von dem du behauptest, dass es das nicht gibt. Ja. Gott gibt es nicht. Darum ist es ganz definitiv auch immer wieder, wenn ich jetzt auf Weißenburg fahre, jetzt denke ich mir Kreuzungen, wo Straßenschilder dort sind. Wenn ich normal auf Weißenburg fahre, sehe ich die aber nicht. Und du musst jetzt komplett dich gelöst haben, dass die da außen sind. Da außen ist gar nichts. In deinem Kopf ist bloß das, was jetzt da ist. Und man meint immer, dass das Zeug alles da außen ist. Es ist nicht der Fall. Das heißt, wenn ich jetzt da schnell rüberschaue, in meinem normalen Gespräch, was ich gerade gesagt habe, garantiere ich dir, dass die nicht existiert haben, weil ich jetzt das und das soll, wenn ich rüberschaue. Jetzt ist nicht klar. Ja, jetzt mal dran denken. Aber wenn du jetzt normal da rüberschaust, ist... Sobald du dir das bewusst machst, ist natürlich, ändert sich das. Aber wenn du jetzt das normal machst und du sagst jetzt, du hörst ein Geräusch und schaust dann dahin, existiert dieser Schwenk der Bilder, es ist zack, 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 zack. Und das musst du erst wieder, die Zwischenstufen musst du konstruieren. Das ist ja, wo er jetzt mehr Ahnung hat, wenn wir Bilder zum Beispiel komprimieren, bei den neuen Kameras, die Kompressionssysteme, dass auch der Verwackelschutz, das ist alles. Mir geht es jetzt nicht um die Technik, sondern das neugierige Kind fragt, wie machen die das? Wie kann ich was weglassen, dass du zum Beispiel einen normalen Film, wenn du jetzt hier einen Film hast, das sind ja lauter Einzelbilder. Und das ist ja unendlich viel von den Einzelbildern, wenn ich jetzt ein Bild habe, zum Beispiel, und die Ariane wird aufstehen. Okay?
und die wird aus dem Bild rauslaufen. Wenn ich Einzelbilder. Nein, ganz normal, wir haben Einzelbilder. Ja, Einzelbilder, die sitzen oder Landschaft, die ist alleine und sie läuft dann raus. Und du musst dir klar sein, dass jedes Bild hat ja einen riesen Komplex, wo jedes dieser Pixel mit der Helligkeit digital gesteuert. Du weißt, die Wissel Farben macht das Ding, wenn dann immer so ein kostet Monitor. Und dann hast du einen billigen Monitor, dann heißt hier zum Beispiel, der kann 1,2 Millionen, 3,4 Millionen, 6 Millionen Farben. Das ist ja Blödsinn. Rein theoretisch, wenn wir das analog denken, kann jeder Monitor unendlich viele Farben, wenn wir jedes Lämpchen von 0 bis 100% aufdrehen können. Klar. Diese Farbzahl kommt mit wie viel Stufen digitalisiert, steuere ich ein Lämpchen von 0 bis 100%. Und das kann man dann hochrechnen und dann habe ich mehr Farben. Aber das ist nur, weil eben digitalisiert ist. Ja. Wer hören kann, der höre. Aber jetzt pass auf, der Witz ist, wie kann ich jetzt was abspeichern mit wenigen Daten, dass wenn ich jetzt sage, ich habe eine Kamera stehen, die Ariane sitzt da, und sie steht jetzt auf und geht aus dem Bild. Und wir sagen, es passiert jetzt was, was ich in so und so viel, in 10 Sekunden, dann sind es 10 mal 24, 25, je nachdem, wie viele Bilder das machen, haben wir Einzelbilder. Und jetzt ist es hochinteressante, dass wenn sie aus dem Bild läuft, all das drumherum sich dabei ja nicht verändert. Und das ist jetzt die Kompressionssysteme, die jetzt aufwendiger sind, die registrieren, sagst du mal, die vergleichen zwei Bilder miteinander, wo sich was verändert hat. Und alles andere ist ja gleich geblieben. Und dann lassen die bloß von dem ersten Bild, was nicht verändert wird, ist nur einmal abgespeichert und es wird nur die Veränderung als Ding an sich dieser Pixel, die sich verändern. Das wird abgespeichert und das andere wird immer von dem ersten Bild genommen. Das ist natürlich ein Riesenprozess an Aufwand und dann sage ich immer, kann das überhaupt so funktionieren? Es ist wie, wenn du mal wirklich ein Gefühl kriegst von Physik. Ich sage mal, bei mir war extrem entscheidend, wie ich Funkgeräte gebaut habe und dann ist die Digitalisierung gekommen und du weißt, wie Frequenzen in der normal ausgedachten Welt die Überlagerungen haben. Ich sage, jeder, der hier in dieser älteren Generation noch mit Röhren kommt, merkst du, dass hier auch die Chips, dass das nur noch, es funktioniert, weil es geglaubt wird. Das heißt, die Physik hat sich schon längst widerlegt, die alte newtonsche Physik ist schon längst aus den Angeln gehoben. Das schöne Schlagwort ist, jetzt mittlerweile, das ist ja, die neuen Handys arbeiten ja mit Quantenmechanik. Mit newtonscher Physik, mit der klassischen newtonschen Physik wird der Handy nie funktionieren. Das ist, die benutzen ja schon Quantenmechanik. Aber weißt du, was Quantenmechanik eigentlich bedeutet? Quantenmechanik heißt das Beobachterphänomen, es funktioniert, weil du es glaubst. Genau. Das heißt, es ist rein dein Glaube, dass die Dinger funktionsfähig machen. Die newtonsche Physik ist schon längst passé. Aber das jetzt kann man, wenn man einen Schritt weitergehen. Der Quantencomputer ist ja so eine Handwichserei, was du jetzt hörst. Übrigens, heute Morgen ganz neu, ich habe es nicht ausgesprochen, der Redo ist jetzt nicht da. In Australien haben sie jetzt den ersten Computerchip gemacht, das war die absolute Vergiss-Ding-Bericht in einem Wissenschaftsmagazin, die haben jetzt erstmalig einen Chip mit Gehirnmasse. Nicht mehr mit Silikon, sondern mit Gehirnzellen. Nee. Mit Gehirnzellen. Die arbeiten jetzt mit Gehirnzellen, weil die nur wesentlich effektiver sind wie Wampenbits. Wahrscheinlich vom Känguru, oder? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich diese Farbmischung. Es ist halt immer so viel Hintergrundwissen nötig, dass jetzt diese klassische Mischung, wenn ich jetzt dieses Rot-Grün-Blau leuchten lasse, so wie das Triple dann weißer gibt, wenn du weggehst, und wir würden jetzt ein weißes Pixel haben, eine sogenannte additive Farbmischung. Da werden die Helligkeitswerte addiert, dann macht man das normalerweise wie so eine Überschneidung, dass ein grüner Punkt, ein blauer Punkt, ein rot, und die schiebe ich dann, wo die sich überschneiden, ist das Weiß. Und wenn man jetzt dasselbe Bild, also diese drei, ein grüner Punkt, ein roter, blau, und die schiebe ich jetzt übereinander, dass die Kanten überlappen, ist in der Mitte, wo die alle drei gleichzeitig sind, ist weißes Licht, additive Farbmischung. Wenn wir jetzt dieses Bild, diese drei Farbpunkte schwarz-weiß fotografieren, sind das natürlich drei verschiedene Grauwerte, weil wir haben ja keine Farbe. Und dann wirst du feststellen, dass das ist genormt, dass das Grün macht 59% Helligkeit aus, das Blau ist das Dunkelste, das ist 11% Helligkeit und das Rot ist 30%. Übrigens, dasselbe Verhältnis sind die Zäpfchen in unserem Auge. Die Medizin, das heißt also das Auge, jetzt haben wir das Klassische, was dir in der Schule beigebracht wird, dass der Mensch ja von der Natur lernt, wie eine Kamera funktioniert. Kamera obscura ist ja eigentlich ein Auge, Kopf, gedreht auf den Kopf stellen, auf der Retina hinten. Das ist alles Mikrofon, haben wir abgeschaut vom Ohr, von der Membran, vom Ohr, Trommelfell.
Das ist ein bisschen Kleinigkeit, das Gescheiteste ist wieder die eine Seite, die Natur. Wir lernen so viel von der Natur. Die neuen Flieger, wenn du jetzt die großen Boeings oder was siehst, das ist nur klein. Früher, wenn du die Flieger siehst, haben jetzt neu zu allen neuen Modellen, haben hier ganz oben diese Adler, dieses kleine Ding, macht fast 10% Kerosineinsparung, weil sie das vom Adler abgeschaut haben, wenn das kleine Ding noch mit dran ist, in Strömungen. Das heißt, die Natur ist offensichtlich viel cleverer, weil da außen ist ja eine Welt und die versucht man immer mehr mit dem Computer zu simulieren und das musst du auf den Kopf stellen. Im Anfang ist das Programm. Das Drehen, Klingelingeling Beispiel. Aber was mir jetzt wichtig ist, jetzt machen wir Fahrersprache, wir haben Rot, Grün, Blau. Weil wenn wir die Symbolik bei Rot wissen wir, ist übrigens 30, 30 ist Licht. Jetzt das rote Licht, meine ich, den Geist. Können wir dich ja umdrehen. Sicherheitszone, hat der Wittgenstein gesagt, Wittgensteinhaus. Jetzt bräuchte man wieder Allgemeinbildung. Sprachphilosoph, gibt es ein Wittgensteinhaus, der war sehr abstrakt, der hat gesagt, wir können alles weglassen, was nicht wichtig ist. Und da gibt's in Wien gibt es ein Wittgensteinhaus und das ist ganz toll, wenn du da durchläufst. Das ist übrigens nur Zimmer, Brett, vier Beine dran ist der Tisch, reicht. Hocker reicht zum Sitzen. Dann Treppenhaus, weiße Wände, Geländer, ganz einfaches Geländer, rot, Sicherheitszone. Auf jeden Fall, worum es mir jetzt geht, 11 ist blau. Blau, AI, die Schöpfung des Intellekts. Ist das Blaue und Grün ist aufblieben, 59% existierende Spiegelung. 59% existierende Spiegelung. Ich mache jetzt nur, die Zahlen werden umgesetzt. Interessant ist, wenn wir die zusammenzählen, haben wir 100%. Jetzt machen wir mal das Ding ein Diagnostik. Wir wollen ja Komplementärfarben, wir bleiben bloß in den Zahlen. Und zwar tun wir jetzt einfach mal die aufhören, wir machen die 11, die 89 dazu, zu der 30, die 70 dazu. Das heißt, zu diesem Licht kommt dann 30, wird gespiegelt, die 70, das ist der Augenblick. Das 11, ihr kennt ja das Blaue, praktisch die Schöpfung deines Intellekts, wird dann zwangsläufig hier zu 89. Das ist das Wissen, das sich spiegelt. Und dass ich im Fahrt mache, was fällt uns? Die 41% vom Grün. Vom Grün. Das war, nein, Grün, Grün nee, ist 59%, Entschuldigung, 59%. Das Grün haben wir ist ausgespuckt, die 59 ist dann die 41. Die 41% ist Amis die Mutter. Das ist hier definitiv das die Frau, die dich einhält, wo alles aufblüht. Und wenn wir die jetzt diese Werte zusammenzählen, kriegst du 300. Die gespiegelten Werte gehen genau 300. Shin. Also Shin, wenn du das jetzt hast, das Shin und die Affinität. Und ich kann euch zeigen, dass das steht und dann können wir ins Farbenspiel, wo ich dann die Naturkonstante, das hat ja viele weggehauen, die das nachrechnen, klingt jetzt so wirr. Das sind alles Sachen, selber denken heißt, wenn du jetzt das Farbenspiel vom Udo liest, was du feststellst, da ist das einmal das grundphysikalische Wissen, aber jetzt kommt was, wo keiner was weiß, wo ich sage, ich zeige dir jetzt, wie diese biblischen Werte für die Farbnormen, dass die, rechne ich dir komplett, diese Namen der Farben Rot, Grün, Blau, haben ja, Rot ist Adam, Odom, ist 45, wir wissen das, 45 ist Rot, Grün ist Irak, ist 310, der Farbwert, wir haben auch in der Erdkugel Rot, Grün, Greenwich, dass wenn man die nimmt, wie du aus denen die exakt diese Farbfrequenzen in Nanometer rausrechnen kannst, die du in den Physikbüchern findest. Zeige ich die Formeln dazu. Das findest du nirgends anders wie in den Ohrenbohrungen. Das heißt, du kannst alle, die du mir bringst, sage ich dir, wenn die den Mund aufmachen, was sie abschreien. Außer sie sind Künstler, die sind inspiriert. Aber da haben wir dasselbe Problem, wo haben die das her? Nehmen wir jetzt aktuell den Grönemeyer. Der hat so geile Texte. Oder der Udo Jürgen. So geile Holofeeling-Texte. Als Mensch schon immer so ein absoluter Vollpfosten. Das ist das. Er war, Grönemeyer war der Erste, wie das losgegangen ist mit YouTube-Videos, der komplett jeden, der irgendein Lied ohne Lizenzen gespielt hat, waren die Ersten, wenn ich Videos gemacht habe, die Grönemeyer waren die Ersten, die rausgelöscht wurden.
Weil ja sein Management der allererste war, wenn du irgendein Lied oder was im Hintergrund benutzt hast, wurde das bei YouTube sofort gesperrt. War beim Hochladen, musste im Redo, war nicht Grönemeyer, hatte ich ja Grönemeyer Lieder, den Text bloß, also nicht einmal Videos von ihm, sondern bloß Lieder, die wurden alle gesperrt. Die sind alle hier rausgeschnitten worden. Geldgeil ohne Ende. Gutmenschentum. Das für ist Geld. Corona, ne? Das ist das Thema, wenn du aktuell bist, da müssen wir gar nicht, nicht nur Corona, der ist ja ein absoluter Corona-Befürworter gewesen. Wien, ja, jetzt hat er Corona. Jetzt in unserer Geschichte, in Wien, habe ich ja praktisch, in Wien hat er ein Konzert gegeben, da hat er eine Goebbels-Rede gehalten. Das ist also wirklich eine Goebbels-Rede gewesen, wo er gegen diese Schwuppler, die sich nicht impfen lassen, hetzt in einem Konzert, aber in einer Rhetorik, das meint der Goebbels redet. Jetzt muss er sich absagen. Und jetzt ist es, hat er sich so gefreut und jetzt ist die, er hat ja noch gesagt vorneweg, ich soll, dass er selber und auch alle Musiker, die bei ihm arbeiten, war natürlich absolute Pflicht, seine ganzen Musiker, dass die mindestens 3-4 Mal geschwuppelt geimpft sind. Und jetzt muss es die große Konzertunie abgeben, nicht nur, weil sie positiv sind. Wir hatten ja das Thema gestern, war eine etliche von uns positiv, mehr oder weniger krank. Er ist schwerst erkrankt an Corona und einige seiner Musiker auch, obwohl die 3-4 Mal geimpft sind. Aber dass die vielleicht so weit kommen, dass das jetzt von der Impfung kommt. Das ist weit, aber jetzt sind wir wieder verpasst. Cut! So, was reden wir eigentlich? Wir reden jetzt von Menschen, die wir uns jetzt denken, dass ich einfach nur aufgrund von Worten in einer Zeitung oder auf einem Monitor mir ausdenke. Haben wir nicht festgestellt, hier und jetzt gedacht gestern, dass egal was du denkst, das was du denkst, entsteht hier und jetzt in deinem Kopf. Du bist der Einzige, der das sieht, was du denkst und es wird, was du denkst, genauso sein, wie du dir es denkst. Aber baust du jetzt einfach eine Vorstellung auf, weil du das vom Hörensagen kennst? Es ist so. Es kann nicht anders sein. Du musst alle Schuld auf dich nehmen. Das ist, ich nehme alle Schuld auf. Und was mein Lieblingssatz ist, den ich immer wieder wiederhole, was ist die Frage nach wer ist schuld bei dir? Der wichtigste Satz. Die Frage, wenn du fragst, wer ist schuld? Wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht? Wer ist dafür verantwortlich? Ich. Weil ich mir das ausdenke. Jetzt kriegt dieser Satz, ich nehme alle Schuld auf mich von dem Jesus, komplett, eh Abraham war ich. Ich bin schuld, dass es den gibt. Der war aber nie in der Vergangenheit, er kann immer bloß jetzt sein. Er muss von jemandem erschaffen werden. Warum ist der jetzt da? Weil ich ihn denke. Warum war jetzt ein Grönemeyer da? Weil ich ihn denke. Aber glaub ja nicht, dass der Udo den sich ausdenkt. Der Udo ist ja bloß ein Gedanke. Du, der die ganze Zeit im Hintergrund mehr oder weniger aufmerksam zuhört. Ich erzähle das nur an aller Einzigen, nämlich dem, der mich ausdenkt. Und für den, das ist der aller Einzige, für den ich hochgefühlt bin. Niemals für irgendeinen Gedanken, den du denkst, egal wer du jetzt so sein glaubst. Auch nicht für den, an den du denkst, wenn man dich selbst denkt. Das ist der, niemals hast du mal Schluck. Auf der anderen Seite so unvorstellbar mächtig und im selben Moment, jetzt haben wir wieder die zwei Seiten, so unendlich mächtig, wie du eigentlich bist, wenn du ich bist. Genauso ohnmächtig bist du, wenn du an den denkst, an den du denkst, als der, der du zu sein glaubst. Wie mächtig ist ein träumender Geist? Du hast genau den Zustand. Der ist so mächtig, dass er eine Welt in sich erschafft. Und er ist so ohnmächtig, weil er sich noch nicht raussuchen kann, was er tut. Das werden wir im nächsten Leben abstellen. Das ist die Lösung vom Problem, ne? Das ist die Lösung vom Problem. Und das ist jetzt eine Philosophie, die gibt es nur bei Holofühlen. Das ist, wie ich sage, das Holofeeling überragt alles an menschlichem Wissen, das du deiner Menschheit zusprichst, die natürlich davon gar nichts wissen, was du, die wissen auch von dir nichts. Du kannst jetzt viele ausdenken, die sagen, ich glaube an Gott, aber es ist immer die Frage, kann der Gedanke, den du denkst, an irgendwas glauben? Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es sind Worte, die jetzt immer jeder 13-Jährige, wenn er neugierig ist, wird feststellen, es stimmt eigentlich. Wir reden von dem, was jetzt ist. Es bist du und deine Gedanken und jeder Gedanke, auch in der Definition, ist so, wie du dir es denkst. Bis hin zu einer Verwirklichung, dass man sagen kann, wir können jetzt einen Marktkauf mit Bierkästen materialisieren. Warum? Weil wir glauben, dass das da außen ist. Und das drehen wir jetzt rum, es ist auf dem Programm greifbar. Es ist immer eine Frage des Glaubens. Fällt mir das Märchen ein, Tischlein deck dich. Ach ja.
So kannst du nur in den Kleinigkeiten rummachen. Und sonst hast du dein Leben, dein Nerd-Leben, dein Klaus-Leben. Die sind so aufregend, mehr aufregend, weniger aufregend. Hast genügend mit deinen zu tun. Ja, aber doch ist es Strom aufzunehmen am Weidezaun. Dadurch wird es ja dann, wie soll ich sagen, das wird auch immer absurder, das Ganze sozusagen. Und laut und deutlicher. Durch das Strom aufzunehmen am Weidezaun, also wenn man den Widerstand nicht aufgibt. Das passiert, es ist immer Druckerzeug, es ist eine Selbstdisziplinierung, die nötig ist. Aber du wirst feststellen, du bist in einem Dilemma. Martin, du bist immer in einem Dilemma, weil das Leben, solange du die Rolle spielst, sind von den Entscheidungen getroffen. Und du weißt, dürfte ich sagen, dass du nur fehlerhafte Entscheidungen treffen kannst. Zum Beispiel, mache ich jetzt das oder mache ich es nicht. Dir bleibt keine andere Möglichkeit, aber das, was ich dir jetzt sage, ist gleichzeitig, was du machst. Das Problem deiner Logik ist, dass du ja nichts falsch oder verkehrt machen willst. Und ich sage, wenn du jetzt von deiner Logik gezwungen, du würdest jetzt immer alles richtig machen. Siehst du die Kehrseite? Dann ist es für dich, dass das Leben schön verläuft in einem normalen Ding. Ich muss aber dann hier, du brauchst die Kehrseite. Und ich sage, wenn du jetzt was verkehrt machst, ganz bewusst mit Kaufmannsdenken, funktioniert es nämlich nicht. Weil in dem Moment, wo ich dir jetzt erkläre, du musst das Gegenteil machen, was du nie machen würdest, wenn du das jetzt machst, jetzt schau einfach in dich rein, warum machst du dann das, was dir ganz widersinnig erscheint, weil dir irgendwie logisch erscheint, dass du dann irgendwie eine Belohnung kriegst. Und ich sage, die Belohnung besteht schlichtweg und einfach darin, dass du was kennenlernst, was du bisher überhaupt noch nie gesehen hast. Wenn du was verkehrt machst, lernst du die Kehrseite kennen. Und erst wenn du auf der Kehrseite bist, erkennst du, dass die Kehrseite auch richtig ist. Henkel ist rechts. Er behauptet, nein, der Henkel ist links. Oder bleib mal, das Ding hat einen Henkel und du sagst, es hat keinen Henkel. Also du bist blind. Das ist einfach. Wie ist es, wenn man es rumdreht? Ich sehe, dass da kein Henkel ist und du behauptest, da ist ein Henkel. Also ich gehe mal zum Augenarzt. Du spinnst doch. Du spinnst doch. Es sehen Leute irgendwie Sachen, die die anderen nicht sehen können. Was jetzt perspektivisch natürlich sofort nachvollziehbar ist in deiner jetzigen Logik. Aber dass das eben für alles gilt. Wo kommst denn du her? Hast du gearbeitet oder gefaulenzt oder gequatscht? Kann das sein, dass der Weibsvolk in der Küche war? Quatsch. Aber was ich jetzt sagen wollte, wo wir beide zusammen aufdrehen mit dem Strom, das ist ja gezwungenermaßen so. Also ich erfahre es jetzt so. Das Leben muss, es muss, so, wenn ich dich rausholen will, ist immer wieder, das ist dick. Es gibt einen Satz, wo viele mich verstehen, das ist frei übersetzt, die Gott liebt, die straft und züchtigt. Und ich sage, die hat er besonders lieb und denen, denen er es gut gehen lässt, die lässt du nur ein wenig köcheln. Oh. Nicht lecker. Meine Frau schlägt mich tot, wenn es das sieht. Neues Hemd? Das Hemd ist nicht neu. Ich glaube, die haben die Waschmaschine da. Meine, die schöne Hemd, die ich anziehe, wenn ich rausgehe. Ja. Geh nicht auf Waschmaschine mit trocken. Ich habe ganz, ich hab mal ganz Waschmaschine mit trocken. Ja. Ich habe schöne Sachen, ich ziehe es bloß nicht an. Ja, die ist schön. Also. Ich hab nein. Oder du kannst es wechseln. Wir ich können schöne das Sache. Du, ich habe die Maus. Halt mal, ach, die ist, wir können es trocknen, ich, das fällt nicht so stressig. Das sind 4 oder 5. Hose, Hemd, Hose, Hemd, Hose, Hemd. Ich habe da was hingelenkt, Hase. Ich sage, du merkst doch, dass ich ja voll. Da bin ich voll überfordert. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, und das ist, schau, darum hast du jedes Leben, das ist egal, was es ist. Ob du der ständige Vergleich mit irgendwas, die ganzen Ideale, du kannst nur schauen, ob das jetzt bei viele Eitelkeit ist, ob das Aussehen ist, ob das intellektuelles Wissen, ob das die Meinungen sind. Du schaust dir das einfach an. Aber es ist ein Loslassprozess und man braucht die Reife dazu. Und man merkt immer wieder die Fehler. Du musst dir die Fehler nicht vorwerfen, die du gemacht hast. Das Grad, das reift, lässt dich reifen. Und es ist immer wieder bei vielen Stellen mit vorher und nachher, das Plus und das Minus ist mir so wichtig, dass ihr das versteht. Es kann durchaus dieses Üble, selig die jetzt ein Scheißdrecksleben haben, wieder für dich. Und jetzt ist immer wieder die Frage, ist es die Strafe für einen Fehler, den du vorher gemacht hast, oder bist du so clever,
dass du mein Ortsbaubeispiel, dass du hier sagst, du kannst dich freuen, bei dir kann es ja fast nicht schlimmer kommen. Ja, das war's, Ansparen. Das Ansparen, das ist das Beispiel hier. Also das, was jetzt auf, Ansparen. Das Ansparen. Pass auf, mein Motorradbeispiel. Weißt du, was ich meine? Pass auf, du willst ein Motorrad zum Beispiel, oder einen neuen Computer. Und den willst du möglichst schnell. Und jetzt darfst du, das hast du Spaß, das bisschen, was du hast, machst Überstunden und legst jeden Pfennig, du gehst nicht aus, du legst jeden Pfennig auf die Seite, weil du möglichst schnell das Ding dir kaufen willst. Und dann hast du das Geld zusammen, das ist mein Motorradbeispiel, du kaufst dir das Motorrad, war natürlich vom Mund abgespart. Und jetzt ist es Schöne, dass dieses Darben, dass du nichts ausgibst und weil du möglichst schnell deinen Wunschtraum haben willst, dass das Verrückte ist, dass dieses Leid, sag ich einmal, du ja voll gegen kompensierst mit der Vorfreude auf das, was du willst. Das heißt, das magst du zwar, aber es empfindest du gar nicht als Leid, weil die Vorfreude, das möglichst schnell zu kriegen, das auskompensiert. Jetzt kriegst du dein Motorrad, du fährst raus, fährst 5 Kilometer und passt nicht auf und wickelst das Ding um den Baum. Die Maschine ist kaputt, dann sei außer Spesen nichts gewesen, war scheiße, ist scheiße glauben, ohne Frage, aber du bist wieder auf Null. Ja. Deine Welt sieht folgendermaßen aus, dass die Dinger sich das Motorrad holen und machen das auf Pump. Du fährst raus, du wickelst das um einen Tisch, um einen Baum und jetzt musst du das Geld genauso vom Mund absparen plus Zinsen. Und es ist nicht ein Hauch von einer Vorfreude in der Zukunft, worauf du dich freust. Das ist die Hölle. Und dasselbe habe ich jetzt mit Bodies, wenn du trinkst, das ist immer wieder, muss immer wieder wiederholen. Wir sagen, wir feiern jetzt eine Fete und dann lassen wir es ein wenig krachen. Wir trinken Alkohol und rauchen. Und dann ist es halt, wenn du so eine Nacht durchmachst, dass ihn doch drauf fühlst du dich wie ausgehört. Du musst bezahlen für diese Überfreude, musst du bezahlen. Und cleverer ist auch ich, der wirkliche Meister. Der geht zuerst durch den Entzug, der kotzt sich aus und der hat einen Tag, wo es ihm total scheiße geht. Das ist, wir können ja, ist er ja jetzt. Und dann gehe ich auf die Fehde und dann kann ich richtig mit Genuss saufen und fressen und rauchen, wenn ich das will. Und ich weiß, wenn ich morgen früh aufwache, zack, fühle ich mich absolut, das ist doch die totale Krönung, weil ich vorher bezahlt habe. Und das ist, wir sind in einer Welt, die nur noch aufs Pump baut. Und die warten jetzt irgendwann einmal auf den großen Mal, wo sie bezahlen müssen. Die müssen alle bezahlen. Das ist die große, wenn ich jetzt die Helene, wo ich sage, meine Helene, das ist ja so irre. Ich sage jetzt, ich nehme die Inge, ich nehme meine Bodensee-Inge. Ihr wisst, ich rede immer im höchsten Stufe. Wenn ihr jetzt sieht, die ist so extrem gealtert und in sich zusammengefallen. Das ist immer auch immer mein Musterbeispiel hier in ihrem Leben. Die hat ein ganz außergewöhnliches Leben gehabt und so gequält auch vom Körper wie der Peter. Und jetzt ist die große Frage, so, du musst irgendwann bezahlen. Und dann nehme ich die Helene, die nicht wesentlich älter ist. Die wird jetzt auch, wenn älter geht, auf die 80 zu. Aber die hat sich optisch fast überhaupt nicht verändert. Das sind so manche Hände. Wenn ich oberflächlich in meiner Erinnerung, mein Sigmund hat sich die letzten 25 Jahre, er ist ja wesentlich älter, Mann, aber es ist immer nur der Sigmund, stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Der Sigmund hat sich fast überhaupt nicht verändert. Komisch. Mein Heiner ist extrem, mit seinen grauen Haaren, extrem gereift. Gereift. Aber der Sigmund ist irgendwie, mit der, wenn du oberflächlich hinschaust, mit seiner die Gesichtszüge ist nicht viel passiert. Dann hast du, und bei der Helene ist es ganz krass. Weil die ist ja wirklich, mit vorbei, sind ja die noch Ski gefahren. Und jetzt wird sie, zu deiner Beruhigung, sie kriegt jetzt langsam Schwindel, sie geht auch. Sie kriegt ja, wenn sie ist aber langsamer, sie nimmt jetzt schon, in die Stadt gehen, gern die Stecken mit 80. Sie nimmt jetzt gern die Stecken mit, dass sie sagt, ist er wenn langsamer. Also Marion hat gesagt, weil die Marion mit ihr gelaufen ist, dass er wenn schneller aus der Abend kommt. Weil die, aber rein optisch, wenn die da sitzt, also ich muss jetzt bei mir sagen, wirklich, ich habe die letzten 10 Jahre hat die Frau sich überhaupt nicht verändert. Also wenn jetzt meine Helene vor 70, selbst wenn ich, die ist wirklich fast eingefroren gewesen. Und dann mache ich jetzt meine Bodensee-Inge und die Bodensee-Inge, die ist ziemlich so die Grenze, die ist nur noch Haut und Knochen. Das ist, die quält sich hier von einem Ding zum anderen. Jetzt nicht der Geist, den Geist lassen wir. Geist ist eine ganz, ganz andere Sache. Und da ist was, jetzt kann man wieder sagen, was sind die Hintergründe?
Ich sage mit dem Bezahlen, jetzt ist die Frage, bin ich in den Ansparmodus, den ich bewusst mache, oder ist es auch in einem Leben, in einem gewissen Maß, in einer Vergangenheit, dieser extreme Luxus muss auch wieder ausgeglichen, weil sie hat ja eigentlich ein Leben gehabt, wo jetzt gar keine Schütze war, es sucht sich ja keiner raus. Sie hat ja ein Leben gehabt, ein Weltbereisen und Zeug und alles sich leisten, finanziell war nie irgendein Problem war. Aber sie war immer eine Suche, also, da müssen wir überhaupt nicht reden. Das ist, ihr wisst, wie hoch ich da meine Inge einsetze. Bodensee Inge, meine Inge natürlich auch im Kleinen. Das sind immer, sind halt Inges. Die Inge sind alle Dinge. Und was halt hier das Rauswachsen ist, ist immer wieder, das ist hier Michael. Der ist ein, so ihr Sohn, was er ihr Hauptding mit der Mama ist, so ein toller Typ, der Michael ist, ist der Wahnsinn. Mit Holofeeling jetzt in Amerika. So nett, so tief, auch vom ganzen Auftritt, Gänsehaut, ist eine Ausnahme, wirklich, ist eine Ausnahme, ein ganz, ganz fantastischer Mensch. Stimmt oder stimmt, Betty? Du hast nachher schon Michael. Ja. Kurz, wenn du ihn näher kennst, und der war ja auch mit der Mutti, der war in Amerika, Geschichte, können die Insider, dass also hier auch er das allein machen muss. Und der hat so eine Dankbarkeit mit Holofeeling, der hat keine anderen, der ist in San Amerika drüben, und er sagt, ich lebe das einfach und es funktioniert. Der hat nur Wunder bis zum heutigen Tag. Jetzt hat er erzählt, wo wir waren jetzt mit Hotel, dann hat er ja hingeschmissen, da hätte er zwar den Posten wie dieser Hotelmanager, und dann hat er das Hotel jetzt aufgebaut, dann kommt natürlich Corona mit seinem Partner, und da hat er von vornherein, er hätte nur die Planung machen sollen, und dann war natürlich, dass er jetzt den Managerposten übernommen hat, jetzt zieht er sich wieder langsam raus, weil er sagt, das ist ihm ja die Freizeit. Und müsst ihr euch vorstellen, hier noch, dass sein Chef ihn zwangsverordnet hat, weil jetzt hat er einen Manager mit eingestellt, der verdient mehr wie ich. Und dann sagt sein Boss, das ist so keine Zählkette, das kann ja nicht sein, dass der mehr verdient wie du. Und dann sagt er, du, das ist mir, ich habe mein Budget, ich will gute Zahlen liefern, mir reicht das locker. Verdient er trotzdem super gut, die haben ja eh Geld. Und dann hat, nein, das kann nicht sein, und dann hat er ihn Zwangsgehalt nochmal gemacht. Und jetzt ist er aber komplett, hat er sich ganz rausgezogen, weil er jetzt nebenher wieder ein neues Projekt entwickelt. Und da kann er Motorrad fahren, und er macht nach Zeit, er sagt, er hat hier das ab, für ihn läuft das total perfekt. Was ihn halt sehr juckt, ist die Inge selber. Weil er sagt, Mama, ich hole dich hier, die ist ja immer noch in ihrem Haus. Ist eigentlich ein Blödsinn, Betty, wenn du das siehst. Kann fast nicht kriechen, das ist auch ein Akt vom Loslassen. Ja. Und er sagt, ich hole dich nach Amerika, aber sie will halt einfach nicht. Ich sage, du kriegst ein Ding hier in einem Hotel, ich mache ein Zimmer, ich krieg, sah sehr Mama-Kind. Aber es ist das ganze Leben da. Jedes Leben sind extrem unterschiedlich. Jedes einzelne Leben gibt es was zu lernen. Und egal, wer du jetzt zu sein glaubst, fokussier dich, du hast in dem Leben bloß zu lernen, wer du bist. Punkt. Und vor nichts und niemand Angst zu haben, das ist ja, geht ja einher, und dich über nichts und niemand mehr aufzulegen. Und das ist wichtig, ich rede jetzt mit dem Geist, nicht als Schauspieler in der Rolle. Das ist wie jetzt, was ich gestern wieder meine Palette mit meinem Udo-Programm, und darum mache ich immer den Udo mit meinen Schweißausbrüchen. Auch hier habe ich positiv und negativ. Ich erzähle und bin begeistert, weil ich glitschnass, rede ich mich in Rage, wenn ich merke, es kommt gut an, und dann habe ich wieder so Kleinigkeiten. Nicht, dass ich mich ärgere als Beobachter, ich bin da komplett abgekoppelt. Das ist ja nicht, dass ich mich da besser mache, sondern auch, wenn du in der Personifizierung bist, hast du den Preis zu zahlen, aber du gehst komplett anders damit um. Und das ist eine Frage des Bewusstseins, und Bewusstsein hat nichts mit Wissen zu tun. Ganz im Gegenteil. Mensch, ärgere dich nicht. Du merkst es wieder, dieses Mensch, ärgere dich nicht, Spiel, wo ich immer wieder merke, wenn du es lebst, ich hoffe mal so, wenn ich jetzt ein paar Mal schon gesagt habe, mein Jan, der ist da auf einem Weg, der sind zwar auch immer so kleine Piekspunkte, aber im Großen und Ganzen, das ist das, wo ich sage, da muss ich nicht philosophieren. Ja. Da muss ich nichts erklären. Mit dem Jan, der ist, wenn mir jetzt, was mir Gespräche früher, wie ich jung war, brauche ich mehr Input und Wissen. Aber das, darum geht es nicht. Es geht nicht um Wissen. Ich wollte jetzt sagen, wo gesehen, dass, Mensch, eigentlich stammt der von dem Spiel Ludo ab. Sowieso? Das ist auch cool. Wenn man da den UB und den Udo. Wenn ich da, ich mache ja sehr viel, nicht weil ich den Udo hochhebe, sondern weil ich immer sagen will, hört ein bisschen genauer zu, das ist anders, Holofeeling ist anders. Und Holofeeling dreht sich komischerweise nicht einmal um den, der du zu sein glaubst, sondern doch wieder um alles, sondern um den, der du bist. Ich erkläre es dem, der ewig ist, und nicht irgendeiner vergänglichen Erscheinung.
Wir haben Lebensabschnittsgefährten, die kommen und gehen. Das rein das Enosch, das Medien, wenn ich sage, vom Säugling, der Satz vom Säugling bis zum Kreis, wenn du das verstanden hast, hast du keine Angst mehr vor der Auflösung. Weil du als Geist erkennst, der ist ja auch nicht da, wenn ich nicht dran denke. Die Hartnäckigkeit müssen wir nicht reden. Aber die Ursache ist ein Nicht-Taubenbein. Jetzt sind wir wieder beim Meister Eckhart. Solange du einen Unterschied machst zwischen gesund und krank, jetzt gehen wir noch weiter zurück in Christentum, liebe deine Feinde. Alles, was du böse, schlecht, gefährlich definierst, was du nicht haben willst, was du bekämpfst. Übrigens, die, der heute Morgen ganz zufällig, weil ich erzählt habe hier mit dem Redo, weil ich erzählt habe, ich habe ewig kein Buch mehr in der Hand gehabt und ich wollte, jetzt rede ich wieder zeitlich, das ist einfach die vorige Woche, da kommt mir so ein Sinn und da wollte ich ihn bei mir in die Platon-Schriften, in die Mios, wollte ich was nachschauen, weil es eigentlich um Geometrie ging, habe ich eine Formulierung in einem griechischen Wort, ist mir wieder nicht eingefallen, weil ich immer vergesslich war, ich weiß aber, wo es steht. Und dann ziehe ich hier in meine Platon-Schriften, ziehe ich den raus und dann rein zufällig, weil ich doch da mein geschwitzt habe, dann ziehe ich das raus und klappe das einfach auf, habe ich Rede und Jana heute vorgelesen, flasht dich dermaßen weg, wieder auf den Punkt, der ihr sagt, mit Krankheiten, bis in ganz, ganz wenigen Ausfällen, um Himmels willen, unterlasst es, irgendwelche Arzneien zu nehmen. Das reizt bloß und bäumt, dann bäumt sich die Krankheit auf. Es reizt eigentlich. Es ist nur in ganz wenigen Ausnahmen. Es einverstanden sein ist die Medizin. Und durch dieses einverstanden sein, wandelt sich das. Das ist dieses Forder dein Wille geschehe. Und da habe ich so schöne Beispiele, gerade in den Christentum, dass du dann von den zwei in die vier Seiten kommst. Das ist diese, muss ich jetzt reinspringen, mit Thomas Kalbach von die Freimaurer, wo der eine Selbstmord gemacht hat. Der Abschiedsbrief ist in irgendeiner, glaube ich, im dritten oder im vierten Band der Offenbarung in diese Zeichnung, der dann hier einen schönen Abschiedsbrief hinterlassen hat, immer wieder dieses Geschwätz, die Geschwätzigkeit, Philosophen zitieren, die man nie verstanden hat. Und ich erkläre dann, was die Wirklichkeit ist. Das ist einer der ersten, im dritten oder vierten Band ist der Brief, Zeichen von Matthias drin. Ne? Wieso ich jetzt das eigentlich hier definitiv sage, ist die Sache mit dem Jesus. Da ist ja eigentlich so, die letzten Selbstgespräche, wenn ich jetzt nur anspreche, den Charles Manson und den Jesus. Und du kannst alles positiv oder negativ sehen, Dieter. Dieser Jesus, der die Geldwechsel rausschmeißt, der hier Böse, der Kranke heilt und der die Toten in Lazarus aufweckt. Und ich mache immer ironisch, was meinst du, was ich mit dem Lazarus für einen Ärger gehabt habe, wie ich den wieder von den Toten erweckt habe? Er war ja schon aus. Ich hole den wieder zurück. Wollte der ja gar nicht. Hat mich ja nicht gebraucht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, der Charles Manson, der ja hier in unserer Jugend, wir sind ja meistens alle älter, als ein Monster dargestellt wird. Und dann hörst du dieses Interview an. Das ist so ziemlich mit das Weiseste, was du zurzeit im Internet findest. Bereust du was, Charlie? Ah ja, dass ich so blöd war und so hin und her. Jetzt nicht, weil er das gemacht hat, was er gemacht hat, sondern weil er erkannt hat, dass jeder seine Rolle spielen muss. Du kannst dich gegen die Rolle nicht aufspielen. Du musst hier mehr oder weniger die Rolle spielen, die du spielst. Den Diener, den Klaus. Die Irene, egal was es ist, du kannst als träumender Geist, wirst du die Rolle so lange spielen, bis du das gelernt hast, was du in dem Leben zu lernen hast. Das ist eigentlich in dem Kontext, was der erklärt, du musst die Rolle spielen. Das ist Dummheit, zu meinen, man kann sich verändern. In Bezug auf die Dinge. Und worum es mir jetzt geht bei dem Jesus, ist die Sache mit dem Selbstmord. Dass ich hier definitiv sage, es gilt in dieser Heiligen Schrift, Selbstmord ist eine absolute Todsünde. Es ist ein Nicht-Haben-Wollen von dem, was ist. Es ist die extremste Form eines Nicht-Einverstanden-Seins und davonlaufen-Wollen, was nie funktioniert. Ich verspreche dir, spring vom Fenster, du wirst nur wach. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Das ist wie im Deckel, ich grüße das Mann mit dir. Du bleibst, das ist ja diese Filme, jede Kleinigkeit, wenn man sich beschäftigt, hat einen tiefen geistigen Hintergrund. Alles, egal was es ist, es kommt ja aus dieser Einheit. Und wenn da, ich wiederhole nochmal, dass der Typ hier, der Bill Murray, jetzt erst einmal in Maßsetzung seines Charakters hier einfach banküberfall, das macht, wie er merkt, das bringt nicht weiter, bis er dann merkt, dann richte ich mir das ein und am Schluss wird er von allen geliebt. Er lernt Klavier, spielen, er macht das, er sagt, das wiederholt sich immer da doch, das irgendwann wirst du merken, so komme ich nicht raus. Und jetzt komme ich zu dem Selbstmord. Jetzt machen wir mal zwei Seiten mit Jesus. Wenn jetzt hier dieser Jesus
Und das ist jetzt das Entscheidende. Eigentlich genau genommen hat er Selbstmord gemacht. Die eine Seite. Wieso hat er Selbstmord gemacht? Schlichtweg und einfach in dem Moment, wo du was machst, wo du weißt, dass dich das umbringt. Wenn ich mich auf die Gleise von einem Zug lege, weil ich Selbstmord mache oder mich aufhänge, bringt mich das um. Dann ist das Selbstmord. Und jetzt ist das Verrückte, der Jesus wusste ja genau, was passiert. Und dann kommt dieser Satz, muss ich den Krug nehmen? Und dann sage ich zu ihm, nee, du hast doch einen freien Willen. Ich mache dir den Vorschlag, dass es gut für dich ist, weil dieses Leben ist nicht für die Ewigkeit. Ich habe mit dir was ganz was anderes vor, habe ich zu mir selber gesagt. Jetzt sind wir wieder Vater und Sohn. Okay? Das heißt, ich hätte jetzt ja davonlaufen können. Wenn ich jetzt da, ich wusste, was passiert, könnte man das als Selbstmord definieren. Weil ich ja wusste, dass mich das Leben kostet. Und ich hatte ja die Wahl. Und du wirst jetzt feststellen, das ist eine eigenartige Form von Spiegelungen. Dass das aber eine Wahl ist, die ich getroffen habe, die mir in meinem tiefsten Innern von meiner Logik eigentlich verkehrt. Eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Das ist das, dass ich was verkehrt gemacht habe in dem, was meine Logik mir vorschreibt. Und dann lernst du was Neues kennen. Da wirst du nämlich wach. Das man übrigens wunderschön sieht in dem Film hier, den Jesus-Film, die letzten Tage des, fällt der Name nicht ein, wie schon weg, der dann wach wird, wenn er stirbt. Und dann heiratet er und er ist in der ganz normalen Welt und keiner weiß mehr, wer er ist. Und seine ganzen Jünger, die kennen ihn nicht mehr. Und die machen dann die großen Sprüche auf dem Marktplatz und erzählen, wie der war und was da los war. Und sagt, der Lügner, das war doch ganz anders, wo er stand. Ja, genau. Den habe ich auch gesehen. Das ist immer wieder, das kommt dann immer das Kind, da gibt es ja so viele Darstellungsformen. Aber was sagt uns die Symbolik? Und das ist eigentlich der Sinn des Lebens, dass man das entschlüsselt. Die Vordersprache ist hilfreich. Und deswegen muss ich an meiner Rolle nichts ändern, weil die Rolle ist, wenn, ich sage immer wieder, wenn du angebissen hast, egal welche Rolle, wer du jetzt bist, dann ergibt sich das, jeder Moment ist maßgeschneidert, um dich zu testen. Das ist meine Führerscheinprüfungsprobleme. Jeder Moment, was du machst, das ist egal, spiel einfach deine Rolle, was dir in den Sinn kommt, mach das, was dir in den Sinn kommt. Und dann wirst du natürlich immer, soll ich jetzt, soll ich nicht. Das ist das Dilemma, wo ich dir gerade gesagt habe. Solange du personifiziert bist, musst du ständig Entscheidungen treffen. Und es ist interessant, sich immer einzulassen, jetzt Kaufmanns denken, was absichtlich verkehrt machen, ist trotzdem logisch. Das erwähne ich immer wieder. Das heißt, wenn du jetzt was nie machen würdest und du erzählst, du musst was Neues, dass du was Neues siehst, musst du was verkehrt machen. In dem Moment, wo du das jetzt machst, ist eine Logik dahinter. Das nenne ich Kaufmannsdenken. Das bringt dich nicht weiter. Es geschehen lassen. Ich sage, lass es doch, schau einfach. Darum sage ich, beobachte dich selber, was du machst. Ob du Kaufmannsdenken hast, du kannst es alles beobachten. Das ist das, schau in dich rein und schau und mach dir wirklich bewusst, warum du das machst. Und was, die Dinge selber sind Erscheinungen, das sind Gedankenwelten, das sind Spritze, die sind im wahrsten Sinne des Wortes sekundär. Der Lernprozess ist das Wichtige von dem beobachteten Geist, der du erst dann bist, wenn du überhaupt vollkommen in einer Gleichgültigkeit schaust und selber als Beobachter nicht mehr werdest, sondern du schaust, wie Figuren auch du selber werden. Es ist immer, es ist wirklich zu einfach, für normale Komplizierdenker zu einfach. Ein Film, nochmal, jeder Moment, den dir auftaucht, der ist einfach. Ein Film als ganzes Zeitfenster, es gibt keinen guten und keinen schlechten Film, es gibt keine schöne oder hässliche Erscheinung. Es ist eine Information da. Die ist, Punkt. Und dann taucht eine andere Information auf, dass du dich beobachtest, sagst, was ist das für ein Scheiß? Dann ist diese Information an der Wertung da, die siehst du einfach, aber du wertest die Wertung nicht. Und sobald jetzt du der Ganze bist, der sieht und der sagt, ist was das für ein Scheiß, ist dem, denn das bewusst ist, dass der die eine Seite bloß definiert, dass die andere Seite auch da ist, weil du ihm mittig bist. Weil du ihn nicht mehr wertest, siehst du immer beide Seiten, die dir auftaucht und die andere im selben Moment. Das ist, weil du nichts bist, das ist dieses Nichts, das du selbst bist, das bedeutet holophilisch. Das kann man am Anfang nur ahnen, aber irgendwann wird das klar. Ich sage immer, als Beobachter, jetzt bildlich gesprochen, setz dich hin, lass den Film laufen, schmeiß dir Chips rein und lass dich überraschen, wie er weitergeht. Das ist ein Game. Und jetzt kommt aber irgendwann einmal, du merkst schon, die Definition der Weltuntergang. Aber was ist Welt? Welt ist der polare Rand, B-Rand.
Und du musst jeden Moment, musst du für einen neuen Moment opfern. Es ist jeden Moment Weltuntergang. Diese absolute Katastrophe, jetzt müssen wir ins Griechische gehen, aber uninteressant, passiert jeden Moment. Und die Schwierigkeit jetzt, wie murmelt die ist, weil du nicht checkst, dass das eigentliche Interesse bei was vollkommen Neuem liegt, das in dir auftauchen wird, wenn das jetzt hier wirklich durchschaut ist. Das ist irgendwann einmal genug. Das ist, das heißt, das Leid entsteht, indem du nicht bereit bist, das Bestehende zu opfern. Es gilt ja schon, wenn ich jetzt die Augenblicke, ich muss immer opfern, das, man wiederholt halt immer wieder. Man wiederholt und wiederholt. Aber was jetzt dir klar sein muss, dass du gar nichts wiederholst, weil das Einzige, was immer gleich bleibt, ist die Gnade. Das ist so tief, dieses Austauschen der Information und dessen, was immer ist. Ihr wisst, wie oft ich sage, ich mache aus der Gnade ein Glas. Ich frage dich, was ist das, ein Glas? Dann mache ich aus der Gnade eine Hand, was ist das, eine Hand? Dann mache ich aus der Gnade einen Kugelschreiber, was ist das, ein Kugelschreiber? Ich sage, nein, es ist Gnade. Ja. Einmal habe ich das schon gesagt, vor 20 Jahren, du verwechselst die Form von dem, von der Substanz, was eigentlich ist. Es ist immer nur Gnade. Und diese Gnade ist die Energie in der Einstein-Formel, das ist dein Geist, das bist immer du. Und du hast eine Information, jetzt haben wir schon wieder das Tauschen, innen eine Form, die eigentlich keine Form ist, weil das Glas, die Hand, das Figürchen, die Kugel, egal was ich aus der Gnade mache, ist doch eigentlich nichts. Wenn ich einmal diese Illusion der Peripherie weglasse, ist doch immer nur 200 Gramm rote Gnade. Es bin doch immer ich. Es bin ich mit meiner Information. Die zwei Seiten, ich bin immer dasselbe Ich, rot. Und die Information ändert sich von Gedanke zu Gedanke. Aber das ist nicht, dass da irgendwo was ist, wo ich das hindenke, sondern das ist hier und jetzt. Da ist auch kein Kopf und kein Gehirn da, wenn ich das nicht denke. Jetzt kann ich an ein Gehirn denken. Ich sage von der Palette der tiefen Materie bis hin zu einem Hauch von einem Gefühl, dass ich jetzt Hunger nenne oder diese Melancholie ist ja, selbst die Melancholie gefällt mir so, wenn einer da sitzt. Das sind ja bei unseren Temperamente. Der Choleriker, Kohl, das Weltliche. Melancholie. Aber Melancholie haben wir auch wieder zwei Seiten. Melancholie ist, was ist denn los mit dir? Geht's dir schlecht? Ich weiß auch nicht. Das ist, ich kann nicht einmal sagen, dass mir schlecht geht. Ich definiere einen Zustand, wo ich so einfach antriebslos bin, definiere ich als schlecht. Oder dann kommt natürlich der Materialismus mit Apathie. Apathie ist nicht Leiden. Rein schulmedizinisch, wenn einer apathisch da sitzt, ist er nicht gesund, ist er nicht in Ordnung, das ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass das man nicht leidet. Apathie ist doch nicht normal. Der ist total apathisch. Das ist krank. Aber wenn man Sympathie, wenn man mitleidet, ja. Das ist normal. Sympathie ist in Ordnung. Und du merkst, dass da irgendwas mit dem Verständnis der Worte vollkommen durcheinander kommen ist in dieser Welt. Es ist, das ist das Falsche oder das fehlerhafte Auslegen vom Verstand. Ist alles auf den Kopf gestellt. Was die Werte sind, diese unendliche Verlogenheit. Neusprech. Haben wir zurzeit absolut. Das ist, ich sage mal, jetzt kann ich wieder sagen, die Philosophen, die ich mir ausdenke, dass ich sprachlos mache. Das ist F. Du darfst kein F mehr sagen, es gibt keine Negerküsse, keine Negerköpfe mehr, Negerküsse, alles. Dass die Feindbilder mittlerweile entdecken und erfinden, wo nie ein, ich sag mal, ganz einfacher Mensch drauf kommen ist, dass man das überhaupt noch, das Zorro, das Z muss man wegmachen, das ist verboten, ist ja alles verboten. Immer in einer Definition, alle Affen auch, Affen, bei eigener Definition. Immer dran denken, der schöne Satz, brech dir den ein. So dumm können Menschen doch gar nicht sein. Und du wirst irgendwann einmal akzeptieren, Menschen sind ja zu dumm, Affen sind zu dumm. Aber sind es nicht alles bei Schulmedizin und Schulwissenschaft, die sich unendlich weit entwickelte Naturwissenschaft, sind es nicht alles sterbliche Säugetiere und Affen, die du dir ausdenkst? Bei eigener Definition, sage ich. Geist existiert nicht mehr, das ist ein Abfallprodukt des Gehirns. Eine Nebenerscheinung, die sich im Laufe von Jahrtausenden entwickelt hat. Immer nur Gehirn, egal was sprechen, selbst ein Kirchhoff. Die reden zwar, da muss ein Geist drüber sein, auch jetzt hier unser Österreicher, morgen wieder ganz toll übrigens, der Köppel, heute wieder ganz, ist er Herzog über die Schweizer Regierung, heute Morgen hat er richtig einen rausgelassen.
Der kommt, der Roger Goodell, der, ich finde ihn muffig, rhetorisch. Ja. Ah, jetzt, er wird vollgeistig, ne? Merkst du, er fängt voll mit dem Himmelfarben. Bei mehreren, immer wieder, ich freue jetzt, dass du wirklich, dass die das lesen und heute Morgen da gleich kurz nach 6 Uhr schaut er rauskommt, war irgendwo so in der Schweiz, speziell im Schweizer, sein Schweizer Ding, dass also seine Politiker, wo die haben jetzt ein großes Symposium und da haut er in Rede und ich das anhöre, paar Worte raus. Dass die nur geldgeil sind, dass das Einzige, das ist nur, es geht nur um Geld, wie die sich zustapfen mit Geld über uns auch. Das lächerlich ist. Von wegen Volksvertretern. Aber was sind das jetzt? Die sind nicht schuld, dass wir die jetzt so denken, wie wir sie denken. Die Frage ist, was sollen wir das jetzt sagen? Was sollen wir das selber sagen? Also hör auf, irgendeinen Gedanken, den du denkst, die Schuld zu geben, dass er so ist, wie du in dir denkst. Das ist die eigentliche große Erkenntnis. Solange du das nicht lernst, das ist jetzt was, ob du an andere Menschen denkst, an Politiker oder an deinen eigenen Körper denkst. Der vorm Spiegel ist nicht schuld und der hinterm Spiegel ist auch nicht schuld. Du musst das wissen, was der Kopf des Schöpfergottes ist, was der Reis selber ist. Und das Hinten und das Vorne gibt es ja, das ist übrigens das Interessante, dass das wirklich nur der Weih ist. Das zeigt es eigentlich schon. Das ist, was du siehst, ist alles Information. Es schreibt es auch immer sogar dein jetziger Glaube vor. Also was haben wir Angst? Vor der Zukunft, die es auch bloß jetzt geben kann, von der Auflösung? Ihr habt relativ wenig Vertrauen, dass der alte Gangster da oben vielleicht sich was einfallen lassen hat, wo er groß ist oder auch eine große Überraschung kommt. Wenn man wach wird. Und immer dran denken, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Wobei das eine einseitige Aussage ist, du könntest es eigentlich doch, du müsstest bloß Solo-Feeling verstanden haben. Und es wird niemals von einem Menschen, den wir uns ausdenken, verstanden werden. Sondern bloß von dem, der mich jetzt ausdenkt. Dein Sohn opfern. Sich selber. Ja, eben, aber genau. Dann sind wir wieder in dem Problem mit dem Selbstmord, wenn du Kaufmannsdenken hast. Also warten wir das einfach ab. Aber wie lange dauert das bei mir noch? Und du hast das Problem mit des ewigen Hören jetzt verstanden. Das ist wirklich so. Und es ist immer die häufig, die werden schon noch kommen. Also machen wir aus dem, was jetzt ist, das Beste. Lerne, habe ich in einem von euch immer wieder gesagt, lerne über alles dem Leben zu lachen. Ohne dich über irgendjemanden lustig zu machen. Auch das Lachen hat zwei Ohren. Ja, schadenfreude ist nicht. Es gibt diese ganz üble, boshafte Schadenfreude und es gibt das geistreiche Lachen. Das ist das hier, wie man in Hinterdux war, wo der Helmut sagt, sein Vater, der war ja auch kritisch hier mit seiner Sekte und wo die dann mit der Helga kommen, wo die seine Schwester eigentlich, wir hatten noch nie eine Gruppe, wo so perfekt organisiert waren, wo man so und dieses Lachen, was hat mir der Helmut erzählt, dieses Lachen, ich habe noch nie, wenn die saufen beim Abrissidio, ist auch Lachen. Aber es ist komplett seinem alten Vater aufgefallen, das ist so, ist noch nie in unserem Hotel gelacht worden und es war ein komplett anderes Lachen. Das ist geistreich, herzlich, wenn man lacht an mir. Die haben ja rumgewitscht, ohne, die waren nicht ganz schlecht. Ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, essen. Zum Casino. Was? Zum Casino. Zum Essen.